Resident Evil 2, das Remake. Habt ihr mich endlich soweit? Wollte ja eigentlich, ja, Standardspiel nur, wollte es eigentlich ja, wollte ich aus den Horror-Games ein bisschen raus, aber irgendwie kam es so gut an und wurde jetzt gewünscht. Was zum. Ach, das ist ein Brötchen! Ja, kam wohl so gut an, da ich jetzt mal doch. Wie eine wandelnde Leiche, okay. Hallo? Jetzt. Nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Boah, böse. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie dich. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Passiert doch jetzt auf jeden Fall was, oder? Oh, ich sollte mal schlafen. Ja, Alter! Oh, Scheiße! Junge, 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 Junge. Na, da lernen wir doch was draus. Immer schön die Augen auf der Straße halten. Mhm. Sonst müsst ihr nämlich anhalten und werdet von Zombies gebissen. Gleich ab, oder? Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Ich wollte gerade sagen, das ist so stereotypisch, Mann. Oh Gott. Leon. Hi. Da ist der Leon. Leon? Leon lädt nicht mehr. Leon macht Pause. Wo macht Leon? Jetzt. Okay. Aber Hauptsache so Metal-Musik noch hören, ne? Niemand da? Weiß nicht, sollte einem als Cop das nicht auffallen, dass das irgendwie strange ist? Dass da ein Auto so steht? So, ich muss gerade mal noch schnell Sound lauter stellen. So. Ah, schön, okay. Die Umgebung erkunden. Das Schöne ist, in dem Spiel, in einem Film schaut man da einfach zu und denkt sich, ja, jetzt geht er da rein, da trifft er auf die Zombies, wahrscheinlich kommt er nicht mehr raus. Das Schöne hierbei ist, ja, oh Gott, oh Gott. Ach so, schön, das ist so ein Polizeiauto. Wir sind ja selber Polizist, können wir da einfach aufmachen? Ich meine, hey, wer ist ein Polizist? Free Air. Ah, schön. Hamburgers. Ah, die Zombies haben sich gedacht, geil, da gibt's Burger. Ich habe so Bock auf Burger. Mac ist zu weit weg. Ich gehe in die Tanke. Oh Gott.
Oh, ich hasse das, wenn die Kameraführung schon so ist. Ich werde mich Hallo? so oft erschrecken in dem Irgendjemand da? Spiel. Oh, schön. Hier stimmt was nicht. Okay, das hinten hört sie. Hört sich an, als würde er noch leben. Oh, der wurde gebissen. Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Alter, gib mir doch eine Antwort. Er zeigt halt nur, das ist sowas von ein schlechtes Zeichen. Gott, können wir nichts sehen? Nee. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Habe ich eine Knarre? Ah, typisch Free-Racy-Style, ne? Ich habe nur den Maus, um mich zu verteidigen. Oh doch, Limonade. Toll. Okay, netter Mann. Bleiben Sie einfach da sitzen. Wenn Sie sich verwandeln, haben Sie genug Alkohol um sich rum, damit das Verlangen nicht so stark wird. Also bitte nicht beißen, ne? Die Musik. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, ich höre nicht näher. Ah! Ah! Hey, hey. Hey, von Ihnen. Scheiße. Sind wir gerade dafür verantwortlich? Stopp! Ich schieße! Ey, laber kein Müll! Scheiße! Laber doch keinen Scheiß! Komm schon, Kugel im Kopf fällt. Drei Schuss? Die gingen in den Kopf. Die gingen sowas von. Was ist mit dem anderen? Der wurde gebissen. Oh Gott. Gott, werden die sich jetzt alle verwandeln? Okay, ich Gott, ich bin so. Hat er noch eine Knarre? Schau noch der Knarre, Mann. Ich kann nicht nach der Knarre schauen. Super, Hauptsache ein Pin-Up-Poster hier, ne? Schön. Schlüssel. Storage Room. Ja, nee. Ich habe auch noch ein begrenztes Inventar. Oh Gott. Was tue ich mir hier an? Pizza. Hier ist Pizza, Mann. Warum beißt denn Mensch? Ess lieber Pizza. Schmeckt besser. Alter, verarschst du mich? Wo ist der scheiß Storage Room? Wo ist der... Are you kidding me? Unmöglich. Das kann nicht sein. Verdammte Scheiße. Okay. Ja. Benutzen. Komm. Okay. Oh, heilige Scheiße! Was macht er hier? Was und wo kommt der her? Wo kommt der her? Warum sind hier überall welche? Raus, Mann! Alter, falsche Richtung! Nicht schießen! Runter! Als ob jetzt ein Schuss gereicht hat. Als ob, ich hab dem anderen 6 Kugeln. Als ob, Mann, ich hab dem anderen 6 Kugeln verpasst! Ja, denke schon. Wie denke schon, Alter, hinter der sind überall Zombies! Wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Ich hab. Alter, laber kein Scheiß. Hey, Corona, Abstand! Okay, ich glaube, ihm ist die Abstandsregel echt scheißegal. Rein da! Festhalten. Warum nehmen wir nicht seinen Jeep? Der ist doch viel cooler. Der hält auch mehr aus. Und er kann Offroad. Ich glaube, es ist scheißegal, wie wir in sowas von drauf gehen. Was soll geht hier vor? Wir sollten die Regeln beachten. Aus Zombieland. Immer auf den Rücksitz schauen. Du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wo
Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Moin, moin! Gut, dass wir uns getroffen haben. Nicola, moin! Alles klar? Was noch auf uns zukommt. Raccoon City, Home of Umbrella. Oh, schön. Nicola? Nikolai? Wird es Nikolai ausgesprochen oder Nikolatsch? Ich kann es gar nicht so mit solchen mit Namen. Ich bin da einfach zu blöd für, sorry. Alles kalt bei dir? Ja, ist alles kalt bei mir. Nee, klar. Ja, alles klar. Ei ausgesprochen. Nikolai. Ah, okay. Also Abend Nikolai. Ja, alles klar. Ich habe mich hier nur wieder zu einem Horrorspiel überreden lassen. Ah, warum mache ich das immer? Ah. Ja. Gott, das wird lustig. Ja, ich muss gestehen, wirklich zu meiner ganz, ganz großen Schande, ich habe noch nie ein Resident Evil gespielt. Ich bin ein Schisser. Also Horror-Games sind eigentlich gar nicht so meins, aber nach Until Dawn und auch Little Nightmares fand die Community ganz cool, mir mal Resi anzudrehen. Ja, jetzt spiele ich Resident Evil 2. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Noch nie gespielt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Natürlich schon einiges gehört darüber. Die werden mehr wissen. Ja, das wurde mir auch gesagt. Resi 2 Remake von, ich glaube, 18 ist es. 19. Soll wohl eines der besten Horrorspiele sein. Auch, nicht nur von Resident Evil, sondern allgemein. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also, ich liebe Horrorfilme, aber bei Filmen ist halt das Schöne. Sind wir mal ehrlich, wenn es zu heftig wird, kann man einfach mal Augen zumachen. Und man sitzt nicht so dicht vorne dran. Und man spielt es nicht selber. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Ja, nee, Fußgehen ist jetzt echt eine bescheuerte Idee, Kollege. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ja, nee, bleib noch. Oh, Gott. Ja, also ich würde... Frau Kasai, ich würde jetzt erstmal sitzen bleiben, ne? Das ist die geilere Idee. Was zur... Ja, nee, jetzt kommt er daher. Claire, steig aus! Steig aus jetzt! Wie steig aus? Ich kann nicht! Festhalten! Mit Leon. Au! Das hat weh. Kein Airbag ausgelöst, oder wie? Ohne Witz, kein Airbag ausgelöst. Tolles Polizeiauto. Ist richtig safe. Kehr nicht mehr runter. Scheiß auf Airbag. Wir haben schon die Hus besungen. Claire, alles klar. Come on, baby, light my fire. Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ach du Scheiße. Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Nikolai, macht das wirklich so eine... Oh Gott, nee, ich schieß da jetzt nicht rum. Das macht doch eh keinen Sinn. Macht das einen großen Unterschied, ob ich mit Claire oder mit Leon spielen würde? Okay, da ist Sackgasse. Ja, hi. Na, und ihr so? Scheiße. Keinen wirklich großen. Okay. Hi, na? Bleib mal unten, so. Alle verwandelt. Okay, die kommen ja noch nicht hinterher. Geil. Hoffe ich. Schon ein bisschen, aber nicht groß. Okay. Es hört sich jetzt schon irgendwie... Cool, da stehen sie überall rum. Hört sich ja irgendwie nach dem zweiten Spieldurchgang noch an. Mit Claire. also kurz zur Erklärung, so was ich darüber weiß. Ich kenne natürlich sämtliche Filme. Ich mag die Filme. Ich habe mir dann Resi 7
als YouTube-Playthrough angeschaut. Und ich kenne auch natürlich einige Charaktere und so grundlegende Handlungsstränge dann doch mal gehört, aber nie so wirklich gespielt. So, okay, Errungenschaft freigeschaltet, Stadt der Toten. Ja, warum geht man hierher? Ich habe 4 Schuss. Okay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, töten die, sogar Kopfschüsse töten die Zombies nicht. Ist beruhigend. Sehr beruhigend. Gott. Die Umgebung erkunden. Keep out. Ja. Schön. Echt jetzt? Ich meine, ganz ehrlich, was würde jetzt jeder Zuschauer eines Horrorfilms sagen? Da steht riesengroß, keep out. Da ist ein Schalter, wo offensichtlich das Tor aufmacht. Was würde jetzt jeder sagen, bevor er dran sitzt? Nein, just don't do it. Don't do it, guy. Don't do it. Und ich glaube, genau das müssen wir machen. Resi 2 war dein erstes. Hallo? Also ich... Ist jemand hier? Weißt du noch, Resi 1 war ja echt heftig. Also ich habe es nicht besessen damals, aber ein Freund von mir hat es besessen. Das war das PlayStation 2, glaube ich, damals. Das war sehr heftig, sehr heftig. Ich habe mal zugeschaut. Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch noch an meinen ersten Zombie damals bei einem Freund. Es war... Keine Daten. Ach so, ich kann hier speichern. Okay. Cool, an der alten Schreibmaschine. Bin ich das mit dem Blut... Nee, die... Okay, beruhigend. Und ja, wie gesagt, ich erinnere mich noch, das war... Ah, hier kann ich Zeugs ablegen. Das war sehr heftig, das war ja immer an dieser, also keine Third-Person-Ansicht oder so, Over-Shoulder. Gott, ich hasse es, wenn das Spiel immer Geräusche macht. Sondern noch so komische, in der Ecke sind die Kameras gehangen und so, ganz schlimm. Ja, ungefähr so. Jemand muss doch hier sein. Oh, da lebt jemand. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Verstärkung, Ostkorridor. Ich hab das Gefühl, Leute, dass die nicht mehr lebendig sind, die Nähren, die er da gerade angesprochen hat. Okay, ja. Gut, wo müssen wir hin? Ostkorridor. Raum der Wache, hier rüber. Okay, cool. Also, wir müssen jetzt durch diese Tür, wo ganz riesengroß drauf stand: Keep fucking out. Was? Ich kann hier überall Sachen reinpacken. Okay, krass. Stimmt, Regel 1 nachladen. Aber stimmt mal, wir können, wenn ich das jetzt richtig von Resi 7 noch im Kopf habe, heißt an solchen Truhen ist so ein Multispeicherort. Und wir können die Sachen mal rüberpacken. Hallo? Verstaun jetzt, ja. Dankeschön. Spielst du auf leicht? Normal. Also leicht wäre dann zu leicht, ne? Aber schwer wollte ich jetzt auch nicht. Weil, also ich bin eigentlich so ein Standardspieler. Bei mir steht was also Standard. Okay, sinnvoll, dass ich hier irgendwas sammeln kann. Okay. Vor der Justitia-Statue. Oder das ist ja noch nicht mit Justitia. Ja. Okay, cool. Also scheinbar finden wir wahrscheinlich noch irgend so einen Schlüssel mit so einem Karo drauf. Ah, Munition ist immer gut. Okay, so. Ja, ich gehe einfach mal... Okay, schön. Ich gehe einfach mal schwer von aus, dass dieser Raum der Wache mal da ist, wo wir hin müssen. Sah so aus wie die Richtung. Ja, nee, oder?
Ah, dann kriege ich dieses komische Ding da und das kann ich dann unten an der Statue einfügen. Ja, was ich auch weiß, dass Munition immer extrem rar ist. Und was ich jetzt auch schon gelernt habe, dass... Schön, automatisch schließen die Türen, ganz toll. Ja, dass Kopfschüsse offensichtlich nichts bringen. Grünes Kraut. Schön. Ein grünes Heilkraut, das in den Arklay-Bergen heimisch ist, stellt eine geringe Menge Gesundheit wieder her. Wenn bei Items ein roter Haken ist, kannst du die eigentlich wegwerfen. Ah, okay. Ah, so wie in dem Schlüssel gerade eben. Ja gut, das dachte ich mir schon. Das war ja nur für diesen Prolog, Epilog, keine Ahnung so. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer... Ja, nee. Steht er irgendwo? Nee. Ja, ja, das denke ich mir. Wobei... Gewisse Schlüssel, glaube ich, wären nicht schlecht. Jemand hier hat. Das sieht aus, das Fenster sieht aus wie in so einer alten Bar, finde ich. So ein Irish Pub. Bisschen. Deswegen finde ich die Polizeistation gerade irgendwie cool. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, habe ich unendlich Ausdauer? Kann ich eh unendlich sprinten oder tut ihm dann irgendwo im schlimmsten Moment auf einmal so flump, nichts mehr mit Puste? Erste Hilfe Spray. Nehmen wir auch mal mit. Kann ja nur helfen. Ja, dann. Really? Jede Phase in meinem Körper schreit nein. Ist ja noch überall Blut, so. Strohsack. Ah, wie ist dieses Schlürfgeräusch, wo er da durchs... Ah, scheiße. Na natürlich, wir brauchen eine Sicherung. Ah, natürlich ist hier auch noch schön dunstig, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die Tür ist zu. Ist kein gutes Zeichen. Du schaffst das. Das ist bestimmt so eine Tür, wo später aufbricht, weil X Zombies drin sind. Na toll, da liegt doch schon einer. Gleich auf. Sind die in so einer Art Totenstarre oder Ruhe? Chillen die einfach nur? Auf jeden Fall hat er Munition unter sich. Meine Freundin lacht mich schon aus. Total gemein. Spiel doch selber! Wer würde unter der, keine Ahnung, Zombie-Dingens lang? Keiner würde da drunter lang. Mann. Vertrau keinem Zombie, der rumliegt. Ja, total, ne? Ich meine, Regel Nummer 5 bei Zombieland. Doppelt hält besser. Warum ist hier so viel Wasser? Das ist eine Polizeistation. Ach du Scheiße. Was zum... Oh Gott.
das trifft es jetzt ganz. Ich höre schon. Aufmachen! Schnell! Aufmachen! Ja, wo? Mach die verdammte Tür auf! Komm ja schon! Ach du Scheiße. Ich hol sie raus! Komm! Was? Ja, oft passiert. Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie! Er wird jetzt weggezogen, oder? Scheiße! Scheiße! Ja, das habe ich schon gemerkt. Das sind da noch x-mal aufstehen. Mega, mega übel! Okay, ich weiß nicht. Er ist zwar nur noch halb, aber kann er sich nicht auch verwandeln? Auch wenn er nur halb ist? I don't know. Notizbuch eines Polizisten. Way out. Okay. Schön. Goddess Statue. Medaillon. Okay, ich muss alle drei Dinger da reinsetzen. Dann öffnet sich natürlich in Polizeirevier ein magischer Geheimgang, in dem ich unterirdisch in die Parking Area komme und rauskomme. Verwirrt er mich? Ja, gut, das eine habe ich schon gesehen. Also ich muss Rätsel lösen. Das ist ja. Ah, das sind die Antworten. Haha, clever, clever. Das heißt, wir müssen jetzt diese drei. Boah, Eskalation. Warum war das doppelt und dreifach? Dankeschön, vielen Dank. Für den Follow. Warum hat der Alarm nicht funktioniert? War der Alarm jetzt zu sehen? Kurze Frage, war der Alert zu sehen? Aha, warte mal. Nein. Aber nicht zu sehen? Warum war der nicht zu sehen? Hat man nicht gesehen? Wollen wir nochmal? Warum tut er das nicht? Ey, ich habe heute Morgen 2 Stunden lang rumgespielt, ne, mit dem Blödsinn. Und jetzt macht er es nicht. Eigentlich. Machen wir das mal ganz kurz händisch, dass es schön aussieht. Können wir nochmal? Hallo, komm, schnell. Mensch, warum geht es nicht? Mach schneller. Alerts, komm, hier. Zack, schneller. Eigentlich sollte das arbeiten, genau, komm. Nein, immer noch nicht. Warum? Mach schneller. Oh Mann, für total professionell war ich jetzt. Ey, das erste Mal, dass mir das jetzt passiert, dass nichts geht, ne? Gehen wir jetzt mal kurz. Ja, ohne Witz, man sieht's nicht. Ach, ich bin nicht ein Idiot. Ich weiß auch warum. Bin ich ein Idiot. Es tut mir sehr leid, ich bin dumm. Ja, mein guter Nikolai. I'm sorry. Stell dir vor, du heißt Vicky. Es tut mir sehr leid. Ich habe die Reihenfolge geändert heute Morgen und hab's total verplant. Sorry. Kommt nicht mehr vor. Da. Na kurz. Dafür gibt's ein paar extra Panda-Coins, Nikolai. Wäre das ein Deal? Ein paar extra Coins? Komm schon. What the fuck? Junge! Go your fucking way! Als ob die jetzt aufstehen. Ja, nee, natürlich nichts, ne? Als ob die jetzt hier reinkommen. Gehen hier rein. Okay. Die kommen hier nicht rein. Können die durch Türen? Die können nicht durch Türen, oder?
Ja, natürlich. Ja, moin. Oh Gott, okay. Also, Kopfschüsse bringt bei euch nichts. Ihr kommt hier rüber. Genau. Komm her. Ja, komm, Fifi. Ja, komm. Ah! Warum sind die hier überall? Oh nein! Junge, Junge, Junge! Lass dir halt noch mehr Zeit, oder wie? Scheiße! Schieß doch! Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Entweder ist es ein Marvin Brenner. Bino. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Afrikaner ich konnte, oder. Ich konnte nicht. Er ist ziemlich nah am sich zu verwandeln. Hier. Will ich wirklich die Hand nehmen? Er hat mich gerettet. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Schon, ja. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Ja. Findest du einen Weg raus aus der Station? Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Ey, so eine coole Idee, ne? Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Okay. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Ist das ein Messer? Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Zu Befehl. Ja. Okay, Messer, Kopf, hört sich eigentlich gut an. Kampfmesser, finde ich sehr toll. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Na, danke. Oh, Space bereithalten, linke Mausschlitzen kann zum Kontern verwendet werden. Wenn man von einem Gegner gefangen wurde, kann wiedererlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Oh, super. Okay. Schön, dass er jetzt eine tolle Uniform anhat, mit Abzeichen und allem dran, ne? Und auch eine schusssichere Weste. Und, okay, Headset-Funkhörner nützlich sein, tatsächlich. Aber der Rest ist doch, sorry, das ist Bullshit, oder? Braucht kein Mensch. So, Tagebuch. Hier, Tagebuch. Löwe ist Löwe, Zweig, Adler, okay. Löwe, Zweig, Adler. Yay! Ja, das setzen wir gleich mal ein. Schön, dass wir so viel Platz haben. Im Inventar. Da schau an. Also hatte Elliot recht. Offenkundig. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. So, dann kriegt der gute Nikolai jetzt erstmal seine versprochenen Punkte. Und ja, gute Frage. Wo ist eigentlich das Ganze? Wo sind die anderen Statuen? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage.
Wie ist er denn, der Nikolai? Das ist höchst professionell, was ich hier heute wieder tun. Hier ist er doch. Da. Würde sich gleich freuen, wenn der wiederkommt. Gut, okay. Kurz unprofessionell auf der Seite gewesen. Jetzt. Also da gab es einiges zum mal reinschauen. Ich habe aber das Gefühl... Okay, geht auch nicht mehr. Nee, ich habe auch das Gefühl, es wäre eine sau dumme Idee. Bin ich da irgendwie nicht reingekommen gerade? Meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Sicher? Nicht? Zombie-Apokalypse? Toller erster Tag. Okay. Gemischte Kräuter. Sorry, aber das sieht aus, als wie irgendwas, wo ich einen Asservatenkörper finden würde. Ist das schön, dass man überall hinter jeder Tür eigentlich schon was hört. Er bewegt sich doch jetzt eh, oder? Alter, ohne Witz. Was? Ja, okay, irgendjemand, also ich meine, hochgeflogen ist er nicht, also irgendjemand hat ihn da wohin gepackt. Natürlich brauche ich hier wieder einen Schlüssel. Wie viele Millionen Schlüssel gibt es hier? Ich frage mich gerade nur, ob dieses ganze Spiel in der Polizeistation stattfinden wird. Chill mal! Alter, ich hab gesagt, chill mal! Jetzt kommt die da rein, ne? Aber so wie ich das verstanden habe, ist man in diesen Sequenzen zumindest mal... Ereignisbericht. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Ah, Zusatz. Eine der Zufluchtszonenpersonen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stress die Nerven durchgegangen sind. Aber was, der war infiziert auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall infiziert. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen, dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebenden konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen. Es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos.
Okay. Ah, okay. Main Hall, okay. Hier unten bin ich reingekommen. Rezeption. Barrikade, Barrier. Ist Barrier, oder? Barrier, also da kommen wir nicht durch. Wir müssen hier außen rum. Bin ich jetzt in den Operations Room gerannt, glaube ich. Ja, okay, also dann wird's hier da rausgehen. Da kommen wir nicht raus. Oh, toll, da geht's in den dritten Haus. Dark Room, Safety Room, okay. Ja, das sieht mir schwer nach dem Operations Room aus. Oh, wirklich. Ja, gut. Lüftungsschacht, oder? Also, cool finde ich, wir kriegen dann doch recht viel Munition aktuell. Können wir hier auch einfach schleichen? Nee. Ihm fehlt was. Ja, welcome back. Och nee. Och nee. Warum sind hier alle tot? Wo ist Facecam? Ah, Mann. Das ist ja heute wirklich ein... Wo ist die Cam hin? Warum ist die Cam aus? So, was zum... Ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held heute, ne? Ich sage ihm, es liegt an der Nervosität. Keine Ahnung. Ah, total schlimm. Vor lauter hin und her, weil der Alert nicht ging, habe ich die Facecam ausgeschaltet. Ich hatte zu viel Angst. So. 4000 Panda Coins. Sind das eine gute Entschuldigung, Nikolai? Sind dir schon gut geschrieben? 4000 Panda Coins, nur für dich. Als Entschuldigung für das sehr laienhafte Aufsetzen des Streams heute. Points. Ausrufezeichen Points. Leon Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ja, 4200 Punkte schon, ne? So, damit kannst du dir schöne Pokémons holen. Oder schöne Sounds triggern. Und, ja, nee, sonst habe ich eigentlich noch nichts. Also entweder für die Stream-Avatars... Hier unten kannst du dir ein Pokémon aussuchen. Auf der Infoseite. Und einige Kosten natürlich, die etwas cooleren Kosten, die kannst du jetzt holen. Oder über Stream Elements, über den Shop Room, glaube ich, kann man Sounds triggern. So, Ihr Auftrag: Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Okay, mein erster Arbeitstag hat zwar so leicht dann auch nicht ausgesehen. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialien unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Scheiße, wann verarscht er mich? Ja, das heißt, Leon... Scheiße, wie heiß ich? Welcome, Leon! Da steht Welcome, Leon, ohne Witz! Die haben voll die Party vorbereitet für mich. Leon S. Kennedy. Was hat er gemeint? Initialien unserer Vornamen. Der richtigen Reihenfolge der Schreibtische ein. Ja, schön, ne? Ein freshes Mewtwo. Es dauert kurz, bis das angewandt wird. Jetzt
Jetzt würde ich mal gerade das Messer gerne probieren. Schön! Leute, ihr verarscht mich. Der hat jetzt mein Messer drin stecken. Was soll denn das? Junge, von dir ist bald kein Kopf mehr übrig. Alter! Gib mir mein Messer! Gib mir mein... Was soll denn der... Gib mir mein Messer! Der hat mein Messer! Doch, Mann, oh. Einsatzbericht. Ich habe mein Messer wieder, was soll ich? Ich dachte, das Messer wäre so ein One-Shot, also so ein Eimer draufschlagen. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ja, toll, das Messer hat hier gar nichts gebracht. Oh, Mensch. Ich hoffe, jetzt ist Ruhe. Okay, in der richtigen Reihe... Das ist nicht dein Ernst, Mann. Das ist... Hallo? Ist jetzt mal Schicht im Schacht? Er steht nicht wieder auf, oder? Steht er wieder auf? Der wartet nur, bis Licht ausgeht wahrscheinlich. Jetzt. Gesund. Ach Gott, ich dachte schon irgendwie, jetzt wäre es hinüber. Warte mal. Hier. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Okay. Das heißt, schön, da steht nix. R, M. Okay. R. Okay, cool. M. Okay. Haha. Den habe ich jetzt ein klein bisschen Bambe. Oh, was haben wir hier? Schießpulver! Lecker, 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 lecker. Was kann ich mit Schießpulver anfangen? Standard-Schießpulver. Wenn man zwei Einheiten davon kombiniert, erhält man eine Pistolenmunition. Na, moin. Schießpulvernutzung. Flintenmunition und Mac-Munition. Der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Das wäre jetzt ganz clever. Da drin liegt schon der nächste. Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt echt liegen bleiben. Okay. Neil. Elliot. Und es sollte dann Leon sein. Oh Gott, die bleiben echt liegen, Gott sei Dank. Leon, Neil. Okay. Dann ist hier L. Ach, David. Ach so, ich hätte da... Ah. Elliot hier. So, ja. Juhu, das ist mein Schreibtisch, cool. Erweitertes Magazin. Nice. Ja, pack rein. Geil. Okay, oh cool. Doppelt so viel Schuss gleich. Läuft. Okay. Aber das mit dem Messer habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich dachte eigentlich, dieses Messer sollte toll sein. Und ich sollte damit im Nahkampf die töten können. Irgendwie ist das aber nicht passiert. Finde ich jetzt strange. Und, nee,
das hatten wir ja schon. Stabbrüche hatten wir auch. Einsatzbericht hatten wir auch. Immer bei liegenden Zombies benutzt. Ah, okay. Und dann werden die so, zack, einmal Kopf und skip ihm. Die stehen nicht mehr auf. Okay. Probieren wir mal aus. Nutzt sich das so ab? Als ob! Jetzt habe ich ihn auch noch aufgeweckt! Oh, na ganz toll! Guck, ob sie noch leben und falls ja, habe ich dann schnell mit dem Messer getötet. Ja, bloß Messer, guck mal, schon halb abgenutzt. Jetzt wollte ich mal nachlesen, dieser Safe. Es gibt doch bestimmt jetzt in diesen Notizen noch was im Safe. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffe, keine Munition und so viel Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel. Oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. So. Aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Okay, da... Steht nichts zu dem. Okay, gehen wir hier einfach mal raus. Toll. Im Raum ist safe, ist glaube ich noch ein Zettel. Ah, danke für den Hinweis. Da. Nein. Junge! Jetzt ist er tot. Okay. Und Messer ist... Okay, hat sich nicht viel verändert. Ja, ich hatte jetzt vielleicht die Idee, vielleicht hat er einen Zettel bei sich. Aber nö. Hübscher Kerl. Was zum... Kommt er jetzt her? Fünf Jahre später? Ich glaube, er ist tot. Na super, da will der Nächste rein. Alter, wo kommt der gerade her? Okay, hier ist eine Barrikade. Das dachte ich mir. Na, wir wollen es nicht rausprovozieren. Jeden Zombie müssen wir auch nicht töten. Können wir auch gar nicht, denke ich mal. Ah, hier ist eine Tür. Die ist so prädestiniert für den Hinterhalt, gerade die Szene. Alter, und im Hintergrund gehen gerade die Katzen aggro. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte schon so richtig VR-mäßig, was ist da hinter mir? Okay, Schließfach. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Hä, wer mit einem Tasten außer Tastatur? Ist das dein Ernst? Wer nimmt denn Tasten da raus? Ach so, und ich kann das jetzt nicht eintippen, sonst. Hm.
Ah, hier ist Zeug drin. Okay, 102 können wir antippen, aber... 1, 0... Ne, können wir nicht. Held. 103. Fehlt natürlich auch die 3, ne? Ah, 106. Die 6 war aber da, ne? Ja. Sehr schön. Okay, cooler Spind. Möchte ich auch im Geschäft. Was ist das? Ein Film? Ein nicht entwickelter Film. Ah. Ich kann es mir schon denken. So, 109. War auch noch. Da war nämlich noch eine Dunkelkammer, habe ich auf der Karte gesehen. Darkroom. Weapons locker. Okay, klar. Ja, eine Flinte. Wie toll. Ja, aber an die ganzen Zweier kommen wir nicht ran. Weil irgendein Held von Mexiko die Tasten weg hat. Wer tut die Tasten aus? Warum tut man sowas? Ah, schon wieder so einer. Juhu, eine Pflanze. Ah, die können wir gleich nehmen. Benutzen. Ein Holzbrett. Robuste Bretter, mit denen man Fenster vernageln kann. Perfekt, um ungebetene Gäste auszusperren. Was? Kann ich? Ja, wie cool. Ah. Okay, gefällt mir. Finde ich cool. Okay. Das ist dann wohl die Dunkelkammer. Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheit mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir diese... Okay, Kurzfassung. Grün, einfach, blau gegen Gift. Okay. Und rot... Keine Heilwirkung, zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutermixturen... Okay. Okay, das ist ein Safe Room. Ah, Safe Room, vor allem Safe Room. Ein Doktor der asiatischen Medizin, okay, gut. Ah ja, stimmt, hier ist so eine Schreibmaschine. Ich mach mal verschiedene Speicherstände. Ah, Licht, finde ich toll. Vor allem allerbeste, Darkroom, Licht ist an. Was? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Ah, das ist rotes Kraut. Rot und grün kann man kombinieren. So, Film. Okay, okay. Ah, Erinnerungsfoto. Puh, ja. Ach so, das Ding, was er in der Hand hält, ist bestimmt ein Schlüssel. Okay, und ich werde wahrscheinlich noch mehrere Filme finden, wenn es hier so ein Safe Room ist. Okay. Legen wir erstmal ein rotes Heilkraut. Das tun wir erstmal verstauen. Hier, wir haben ja noch das grüne Gemisch. So, sehr gut. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever war. Das Fenster sieht vergittert aus. Ich habe es nochmal mit Holz festgemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt verschwindet. Die ist doch so wie... Oh Mann! Doch war gut. Okay. Komm schon, ihr fehlt der ganze beschissene Kopf. Was zum...
zum... Das sieht irgendwie nicht gut aus, was der da tut. So. Klinge kaputt. Toll. Okay, die kriege ich jetzt auch nicht mehr. Das ist irgendwie uncool. Das ist jetzt richtig, richtig uncool. Also momentan finde ich sehr viel Munition. Wenn ich jetzt an das Video von Kalle denke, wo ich mir da angeschaut habe, zu Resi 7, der hatte echt Probleme mit der Munition. Wenn der Kopf platzt, ist er direkt tot. Okay. Ich sehe hier schon einen Schatten. Warum? Hier ist so ein Schatten, oder? Das bilde ich mir jetzt nicht ein. Hier. Genau hier ist doch ein Schatten. Mann! Ja, wir später vielleicht ein paar Money-Probleme bekommen. Okay. Also nicht so viel Baller, meinst du? Ah, blauer Schlüssel. Sehr schön. Oha, sogar die Schlüssel nehmen Slots weg. Bisschen sparen. Okay, also ich habe schon gemerkt. Was zum... Das habt ihr jetzt auch gesehen, oder? Das habe ich mir jetzt nicht eingebildet. Da war gerade irgendwas verdammt schnell, ne? Ich habe mir das jetzt nicht eingebildet. Oh Gott. Natürlich gibt's nicht nur normale Zombies. Wo ist der hin? Ist der da durch? An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie Gehäutete aussehen. Wir nennen sie Licker. Oh, sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, hi, kann man ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Schön. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Echt, deine Oma, seine Oma ist jetzt ohne Scheiß so an den Zombies. Ich stelle mir gerade vor, so die Oma mit dem Rollator. Ja, na, Harald, na, wie geht's dir heute? Na, nee, okay. Okay, ich muss jetzt los, die Pflicht rufen. Außerdem muss ich einen Freund rächen, David. Ja. Wie kann ich denn schleichen? Was ist mit der Katze im Hintergrund los? Ja, die sind gerade total aggro, Mann. Und die erschrecken mich die ganze Zeit. Die Kleinen. So, dann, schön. Habe ich hier Optionen, Steuerung? Ja. Oh, wie schön. Ich spiele aber nicht mit dem Gamepad. Dankeschön. Ah, Tastenbelegung für Dumme, okay. Gibt's hier irgendwo Schleichen? Waffe wechseln, rückwärts, laufen, schnell umdrehen. Ah, schnell umdrehen ist cool. Okay. Inventar, Reiter wechseln, Kategorie, bla 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 bla. Bla bla bla, sehr viel, aber nee, gibt's wohl nicht, okay. Gibt kein Schleichen, okay. Ah, Q ist gut. Das heißt, einfach normal an denen vorbeilaufen. Muss halt normal gehen bei Licker. Okay, also halt nicht rennen, versteht sich. Ui. Warte, kombinier das doch bitte. Kombinieren. Ha, Platz. Und nicht sprinten. Die laufen 100 Stunden. Okay. Das finde ich voll cool, dass wir hier Bretter finden kann. So ein bisschen Survival-Game-Style. Weiß nicht, diese Puppen sehen aus, als sollte ich sie kaputt machen. Irgendwie verlangt die förmlich von mir kaputt gemacht zu werden. Ja gut, ist ja prinzipiell piep egal, wie schnell die sind, aber halt nicht rennen, die sind schneller. Reicht. Und irgendwie haben sie auch ihren Unrat hier drinnen verrichtet. wow! Scheiß die Wand an!
Ah, Gott, habe ich jetzt gerade ohne Scheiß vor lauter Schreck die Maus verzogen. Oh, Mann. Ja, toll, ich habe kein Messer mehr. Ah, oh, Gott. Okay, Pumpe läuft. Pumpe ist aktiv. Ich merke es. Pumpe ist aktiv. Oh, Gürteltasche. Ah, das sexy Accessoire für unterwegs. Hm. Ja, nein. Okay, geil. Okay. Ein kleiner Beutel, mit dem man zu sich Gegenstände tragen kann. Cool. Oh, hey. Aussprache. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen. Während die Welt im Bach untergeht. Ich habe die Dreckschweine in einen mit C4-Präparaten Stahlpferch gesperrt. Muss sie nur noch zünden. Dann war's das mit denen. Aber wenn's zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesen einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht? Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mit deinem Vorgesetzten schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Man bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Ey, der hört sich ein bisschen crazy an. Hab ich irgendwie gar keinen Bock, den zu treffen. Scheiße. Will ich wissen, was hier passiert ist? C4! Ja. Schön. Also wir werden wohl irgendwie noch Zünder finden für C4. Oh Gott, wie ich jetzt durch die Tür muss. Ah. Ja, das dachte ich mir schon, Zünder. Aber wer hat denn wohl, ne? Der lebt eh noch, oder? Hallo? Sieht schon ein bisschen unheimlich aus, wenn man so unter ihm steht. Gott, ich drehe durch, wenn der sich jetzt auf einmal bewegen würde. Hallo. Ich laufe einfach mal weg. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Mahlzeit. Also irgendwie... Kann er springen? Oh cool, er kann nicht weitergehen. Wie Katzen abgehen. Ja, total, ne? Also eigentlich, also ich muss sagen, Nikolai, du hast einen beschissenen Zeitpunkt gewählt, bei mir reinzukommen. Normalerweise funktioniert der Stream besser, normalerweise funktioniert die Technik besser, normalerweise erschrecke ich mich nicht wegen jedem Käse und normalerweise sind die Katzen etwas ruhiger. Aber, wie so schön heißt, wenn's schief geht, dann doch bitte alles. Was zum Fick? Warum sag ich's eigentlich noch? Warum? Ah, ja, klar. Ja, moin. Lass ab... Na, toll. Natürlich geht es nicht. Okay. Keine Panik. Die sind schön langsam. Hi, du? Nö? Auch nicht? Nicht reden wollen? Nicht reden? Ah, Wasser. Ah, er hat ein Messer. Messer gut. Messer gut. Nein. Nicht, geh mal erstmal hoch. Okay, die können keine Leitern hoch, oder? Ach Gott, die sind wirklich langsam. Komm mal, ey, Kollege, komm doch auch hoch, hier ist Party. Ach, wie ich das hasse, ne? Ja, super, jetzt muss ich runter. Was zum... Ich tue hier einfach mal was! Wie geil, der hat's verkackt. Ah, blau, blaue Schlüssel. Blau, gut. Ah, Haupthalle. Könnt ihr jetzt da durch? Nee, oder? Die können da nicht durch. So, Marvin Gain, Mann, was geht?
Ah, okay. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Das ist schon ein ziemlich krasser erster Arbeitstag. Stießen wir erstmal auf. Ah, die Kollegen. Ja, die hatten wir ja alle. Genau. Ah, stimmt ja. Stimmt ja, stimmt. Sag mal. Hat er gerade Gitterstäbe? Der hat gerade Gitterstäbe kaputt gemacht. Hey, Nikolai. Guter Tipp vorhin. Danke. Ey, sag mal, in diesem Spiel kann man ja nirgendwo von Anfang an mal hingehen, ne? Was zum? Ja. Tot? Hoffe ich doch. Warum war der da drin? Warum sperrt jemand einen Zombie in den Schrank? Ey, dieses Spiel beschert mir echt einen Herzinfarkt heute Nacht, ne? Anleitung für tragbaren Tresor. Okay, drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen von vorne beginnen. Okay. Untersuchen. Ja. Ah. Oh Mann, gibt's da... unten links, okay. Taste. Was ist das für eine Taste? Zeig mal. Ein Knopf wie ein Terminal. Es steht nichts drauf. Hey, aber das können wir unten benutzen für die Spinde. Sehr gut. Ah, rotes Kraut. Schön, haben wir auch mal dabei. Alter, die haben sich gerade bewegt, ne? Boah, sowas hasse ich. Ich weiß nicht, ob das Spiel das absichtlich macht oder ob es Bugs sind, aber wenn sich eigentlich tote Charaktere auf einmal bewegen.
Boah, kann ich gar nicht leiden. So. Komm. Ah, yep. Tada. Können wir den da auch wieder abnehmen? So. 208 und 203. Tada. Okay, ist Flintenmunition. Können wir jetzt die... Ah, toll. Die können wir natürlich nicht abnehmen. 102 nicht vergessen. Ah, hey. Guter Tipp, guter Tipp. Guter Tipp. Nikolai, wenn ich dich nicht hätte. Und die 102. Ist ja nicht so, als könnten wir da nicht auch drauf drücken, ne? Nur mal nebenbei. Ah, das Schießpulver, das kann ich aber nicht mitnehmen. Ah, doch, da drüben war ein Safe Room. Gehen wir doch zum Safe Room. Ah, doch, kann man mitnehmen. Komm, mach auf. So. Also noch eine Taste brauchen wir. Jetzt nur kurz überlegen, wo der Safe Room. Der war hier gleich um die Ecke, meine ich. Ah, perfekt. Und dann können wir das rote Kraut, nein, verstauen. Ja. Und wir können die Flintenmunition da reinpacken. Ah, das ist jetzt die Frage. Ach komm, das tun wir auch erstmal hier rein. Ich habe mir das grüne Gemisch dabei. So, Schlüssel, Brett. 3 Slots sollten reichen. So, mal kurz zwischenspeichern. Ich weiß nicht, das Spiel speichert das überhaupt irgendwo? Oder speichert es wirklich nur dann, wenn ich auch speichere? Also wenn ich hier auf Speichern drücke. Das wäre jetzt nur interessant. Ja, wir wissen es langsam. Speichert manchmal auch automatisch. Das ist gut. Ja, jetzt sollten hier oben eigentlich. Boah, ich hasse solche Kombinationsdinger. Ich kann mir nämlich nie merken, wo die alle herkommen. Da findet man wieder irgendwann eine Kombination. So 10 Jahre später. So Schiss, dass der hier oben ist, ne? Jetzt möchte ich mal ausprobieren, aber nur bei bestimmten Momenten. Nö, passiert nichts. Das hat das Messer jetzt ohne Witz abgenutzt. Komm schon. Nö, kann man nichts tun bei ihm. Oh, das ist total schlimm, wie er sich die ganze Zeit was bewegt, irgendwie trotzdem. Okay. Super, jetzt habe ich hier einen kleinen Falter, der um die Camp rumfliegt. Ah, heute ist alles echt so ein Tag. Ich finde die Atmosphäre in dem Game Up nochmal gut. Ja, muss ich wirklich... Ich kann nicht springen. Ah, schön. Muss ich wirklich sagen, richtig, richtig schön gestaltet. Habe ich ja schon gehört, die Polizeistation steht so ein bisschen als Synonym für Horror. Bisher, ich habe mir einmal fast eine Hose gemacht. Die Zombies sind beängstigend, nicht überwältigend, aber beängstigend. Ich muss sagen, ja, richtig geil. Genau, kommt mal hoch hier. Komm. Happa, happa! Nein, nicht runter, nicht runter. Komm, hochkomm. Komm, ja, komm hier. Komm. Jetzt wäre so ein Film, wäre jetzt klassisch, dass hinter mir einer kommt. Komm. Ja, komm hier. Ja, komm, ja, brav. Komm, hier gibt's Essen. Scheiße, der steht immer noch da unten.
Oh, die werden auf einmal schneller dann. Ja, komm weiter. Schön ist, dass man die Sequenz hier nicht abbrechen kann. So, das heißt, kurz mal durchrennen. Ah! Einhorn. Tada! Es läuft doch. Enzersbericht? Nee, wo war die komische Karte? Hier. Einhorn. Fische, Skorpion, Vase, Dingens. Fische, Skorpion, Vasen, Dingens. Yay, Schlüssel. Also, Medaillon. Und Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Jetzt. Ich drück gerade Zoom, ne? Passiert nichts. Etagen wechselte aber. Okay. Was sind dann. Sagt ihr mir, was das ist? Ein Wagenheber. Achso, nee, den brauche ich hier, den Wagenheber. Hier brauche ich ein Ventil. Kombinationsschloss. Das ist doch schön. Er zeigt es mir an. Das finde ich cool. Also wenn ich was gefunden habe, dann zeigt er mir auch an, du, da ist noch was. Ja. Hallo? Oh, die ist zu. Klar ist die zu. Kamera, die... Oh, Scheiße. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Was zum... Was zum... Ich habe doch mein Messer. Warum... So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ein rotes Buch. Nehmen wir einfach mal mit. Ah, super. Warnung, okay. Was gibt es eigentlich noch für Stadien? Das wäre interessant. Ab welchem Stadium brauche ich was? Es gab es gesund, es gibt Warnung. Jetzt bin ich wieder gesund, okay. Ich möchte jetzt die Munition ehrlich gesagt nicht in Anführungsstrichen sinnlos verschwenden. Andererseits ist die Pistole natürlich auch die schwächste Waffe im Spiel. Benutzung. Sehr schön. Aber interessant, jeder verwandelt sich. Gefahr ist rot. Okay. Rot heißt, nächstes Mal ist Endstation wahrscheinlich. So, aber das Interessante ist, hier, der Gute, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Dave, glaube ich, verwandelt sich einfach nicht, ne? Ich denke mal, irgendwann wird er sich natürlich verwandeln. Aber verwandelt sich einfach gerade nicht. Marvin. Stimmt, Marvin Gaye haben wir vorhin gesagt. Ja, irgendwie verwandelt er sich momentan nicht. Und Leon kann 3, 4, 5 Mal gebissen werden, verwandelt sich auch nicht. So, untersuchen. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Ah, da haben wir doch vorhin dieses komische Bild gesehen. Komm, verstauen wir mal. Lass mir mal gerade kurz nachschauen. Da hatten wir doch dieses. Ah, hier, okay. Also, wenn ich mal den König finde, das muss ich rein tun, dann bewegt sich was. Okay, clever. So, nimm Buch lieber mit. Echt, kommt jetzt schon, oder wie? Na, nehmen wir mit. So, nur nebenbei, ich bin dankbar für Tipps, ne? Also, wenn Tipps nicht gespoilert sind, sondern wirklich Tipps, dann bin ich sehr dankbar dafür. So. Da unten gab es noch ein bisschen Zeugs.
ist schon... Das halt... Was zum... Warum fällt er jetzt runter? Mann. Ah, grün, okay. Marvin Brahma, da steht's. Police Officer Marvin Brahma. Officer of the Month. Hat der Mensch schon was dabei? Das Fenster könnte ich jetzt vernageln. Wäre es sinnvoll, einfach Fenster zu vernageln, nur weil ich es kann? Oder sollte ich die Bretter aufsparen? Ich bin gerade sehr unschlüssig. Nimm's lieber mal mit. Also hier ist definitiv, glaube ich, eine gute Idee zu vernageln. Ah, hier wäre auch eine gute Idee zu vernageln gewesen. Oh, hier wäre prinzipiell überall eine gute Idee zum Vernageln. Toll. Wir kriegen nachher bestimmt noch einen Seitenschneider, Bolzenschneider oder sowas. Seitenschneider vor allem. Ach ja. Er schläft so friedlich, ich möchte ihn eigentlich nicht wecken. Nichts mehr. Ach, da waren ja unsere Kollegen drin, ja. Da hinten klopft wieder der Kerl jetzt gleich an. Sehr schön. Da geht's nicht entlang. So. Genau, hier war das Thema mit dem Dampf und Zahnstoß. War da im Raum nicht eben eine blaue Tür? In diesem hier? Oder meins im Raum unten? Mal kurz wieder runter. Da du durch Fenster gesprungen bist. So, nee, da war keine blaue. Oh, jetzt ist die. Können aber auch nicht zurück. Ich meine nicht, dass die blau war. Wir können aber. Kann mal kurz schauen. Können wir schnell zurück? Ja, das ist auf der anderen Seite. Hallo? Na, Marv, alles klar. Wir da sind so richtig mitleidig. Oh, der Arme. Ich finde es auch krass so, man geht vom einen Raum in den anderen, auf einmal ist alles dicht. Also dunkel. Das hier war ja der grüne, genau. Gott, da hinten sind so viele offene Fenster, da muss doch noch was mit passieren. So. Also hier ist nur diese eine Tür und da brauchen wir wohl einen Bolzenschneider für. Leider keine blaue. So. Jetzt ist die Frage, was kriege ich als nächstes? Also ich brauche jetzt einen Bolzenschneider, was für den Wagenheber, eine Taste. Was brauchen wir noch alles? Grüner Schlüssel. Eigentlich echt fähig. Wo du am Anfang den Tresor gefunden hast. Gut, das war auf der anderen Seite.
Oder meinst du Mini-Tresor? Ah, Mann, das mit dem Zahnschlösser. Ich hatte zwei Tresore gefunden. Großer Tresor und Mini-Tresor. Den ganz ersten? Boah, da habe ich so keinen Bock. Muss ich da echt drüber? Komm, Alter, ich schwör's dir, wenn du dich bewegst. So. Ja, da unten bräuchte ich jetzt mal den Wagenheber langsam. Wobei, da unten sind noch mehrere Türen. So, durch die eine bin ich jetzt mal durch. Hier ist... Hat einer von denen vielleicht den Wagenheber? So. Ja gut, Marvin hat ja gemeint, ich soll jetzt darüber. Kann ich das mitnehmen? Nee, der ist zu groß, der Grün. Okay. So. Ah, blauer Schlüssel. Blaue Tür, hier geht's weiter. Also hier ist der Tresor. Sting gemeint? Nein, wegen blauer Tür. Ich glaube, wir müssen hier prinzipiell... Ja, gut. Also erstmal Brett mitnehmen. So, hier ist nichts. Hier brauchen wir eine Kurbel. Schön. Die bräuchten wir wegen dem Ventil auch noch. Art Room. Ah! Buch! Ja, nein. Mach mal. Ja. Nutzen. Kannst blauen Schlüssel wegwerfen? Ah, okay, cool. Dann. Ich verstauen, lieber mal. Nicht, dass wir am schlimmsten Fall doch noch was übersehen haben. Mach doch. Alter, was ist das für ein Polizeirevier? Zepter, sehr schön. Ich weiß nicht wofür, aber ich habe ein Zepter. Kann ich das als Wagenheber benutzen? Ah, wie cool. Schlüsselkarte für den Waffenschrank. Sehr gut. Der rote Steinmagazin. Der Rubin des schwarzen Prinzen Edward, so fasziniert die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben sogar einem weißen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sich viele Liebhaber ansehen wird. Man sollte ihn jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Ach stimmt, es war vorher ein Museum. Stimmt ja, haben sie geschrieben. Ja, aber trotzdem, schon mal im Museum gewesen, also... Jetzt mal nicht nachts im Museum der Film, ne, sondern im richtigen Museum, wo Statuen sind, die Geheimgänge öffnen? Weiß nicht. Dieses Juwel hat,
gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Okay. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Ja, ich auch Bock drauf. Tierisch. Auf jeden Fall. Super. Das war jetzt ein schöner Artikel. Vielen Dank, Spiel, für diese Info, die mir nur leider überhaupt gar nicht weitergeholfen hat im Spiel. Weil ich schwer davon ausgehe, dass die Zombie-Apokalypse nicht durch dieses Juwel entstanden ist. Ah, da ist draußen, okay. Also, jetzt sollen wir ja die andere nette Dame holen. Ja, hi. Ist ein Heli reingekracht, cool. Sollte die nicht hier am Tor stehen? Erstmal die Heilpflanze vergessen. Du kannst mir eine Rubin vom Stab rausnehmen. Untersuchen. Möchte nichts tun. Aha. Rotes Juwel, wichtiges Objekt. Okay, danke für den Tipp. Dankeschön. Bin ich gespannt, wofür ich den noch brauchen werde. Okay, ich kann nicht zielen. Der ist tot, okay. Gut, nee, wäre ja auch einfach gewesen, ne? Wenn ich da einfach entlanglaufen hätte können. Jetzt ist er da. Warte, ich bin gleich da. Okay. Okay, das ist ein guter Tipp. Das ist scheiße. Oh Gott, das Claire. Ist... Oh Gott. Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen? Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Wie sie voll mit ihm flirtet, aber wie? Mit deinem Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Es war so klar, dass das jetzt passiert. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmere dich um dich selbst. Boah, das ist aber schöne Gitter, wo sie da aufgestellt haben. Lass uns das durchstehen. Okay. Warum hat Marvin gesagt, dass wir darüber gehen sollen zu ihr? Marvin, ich hab hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Ah, Marvin wacht wahrscheinlich gerade selber. Marvin! Komm! Verdammt! Interessant, da vorne die gusseisernen Gitter, ne? Die tun sie gleich überrennen, aber hier die Stahlrahmen, die halten. So. Was ich jetzt gar nicht weiß. Ob die... Oh, scheiße, ich weiß, wo ich bin. Oh, scheiße. Oh, fuck. Weil ich mich gerade gefragt habe, ob die Synchro tatsächlich noch von damals ist oder ob die Synchro fürs Remake überholt wurde. Wenn die wirklich noch von damals ist, dann Hut ab, ist sie gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Eine Blendgranate. Hui. Schickes Teil. Inventar ist voll. Echt jetzt? Ich muss welche erschießen. Wegen der Munition. Krass. Ah, was zur Hölle.
Irgendwie. Hä? Kommt ihr da durch? Sag mal. Ach. Lenkgranate bringt mir wahrscheinlich eh nichts. Komm mal her, Kollege. Komm, schmeiß mal auch mal hier rein. Kein Bock mehr, mich. Ach, Blendgranate, so wichtig ist die. Boah, verteilt euch doch nicht so. Bleibt doch mal zusammen. Sag mal, hat man euch das im Kindergarten nicht beigebracht? Immer schön beieinander laufen. Am besten den Schlüssel, wie gesagt, wegwerfen. Ja, ich bin immer so. Ich bin so ein bisschen Messi-mäßig eingestellt, was Sammeln in Spielen angeht. Total schlimm. Ich werde ihn aber bei nächster Gelegenheit in die Truhe schmeißen. Ich habe halt keinen Platz mehr, ne? Spielzeit ist auch selber. Wichtiges Objekt, ein ausgefallener Schlüssel. Peak für mich. Mann, das ist ganz einfach. Ich renne kurz durch. Scheiße, ich komme da gar nicht mehr rüber. Oh, Leute. Ich werde mir das nachher sowas von dir anhören lassen, wahrscheinlich. Ich hab's dir gesagt. Spar die Munition. Oh Gott, die sind alle wieder. Leute, ihr könnt mich mal. Natürlich ist hier zu. Oh Mann, warum gehe ich hier rein? Zum einen sitzt auf jeden Fall irgendwo wieder einer auf dem Haus. Ah, Mann, ich hab keinen Platz. Nein, echt nicht. Krass. Nein! Alter, hau ihm das Ding doch nicht in die Brust! Warum denn in die Brust? Gibt's irgendwie einen Tipp dazu oder einen Trick, wie ich die mal kaputt machen kann? Seid ihr jetzt tot? Hallo? ja, die Zombies. Vorhin habe ich auf einen geschossen und habe ihn mit einem Kopfschuss tatsächlich, mit zwei Schüssen tatsächlich, ja, genau so, genau so. Muss ich da an eine bestimmte Stelle drauf schießen? Oder ist es einfach so durch Glück? Passiert random, okay. Cool. Ah, Brett kombinieren. Cool. Munition kombinieren, auch cool. Munition sinnlos verballern, nicht cool. Da kommen wir nicht raus, da brauchen wir eine Sicherung. Okay. Ich glaube aber, ich habe ja auch alle erwischt. Frage ist die Sicherung, finden wir die? Ach guck, hier ist natürlich das Ventil für dieses komische Dampfventil. Hochwertiges Schießpulver, gelb. Ich glaube, es ist mal Zeit, dass wir Fenster verbarrikadieren. Können wir, ist es... Kurze Frage, Nikolai. Ist es egal, welche Fenster wir verbarrikadieren? Oder, weil irgendwie kann ich ja... Hier sind schon verdammt viele Fenster. Und ich kann die scheinbar fast alle irgendwie
verbarrikadieren. Ich mache jetzt einfach mal. Und die große Frage ist, kommen die da wirklich nicht mehr durch, durch die Fenster? Ich kann mir schon vorstellen, irgendwie das halbe Spiel findet wahrscheinlich hier drin statt. Und später ist irgendwann richtig halliger. Okay, also das ist wirklich dicht, dicht. Da passiert dann wirklich nichts mehr. Finde ich cool. Ja, jetzt sollte ich mal dringend schauen, dass ich diese blöde Sicherung... Das ist doch eine Sicherung. Warum bin ich ein Onk? Zack, komm ich nur unter so... Nein, komm, tu mal wegwerfen. Ja, tu mal wegwerfen. Können wir ja wieder aufnehmen, wenn wir es brauchen. Achso, nö. Ah, cool, ist weg. Das ist ja auch bescheuert. Was, wenn ich jetzt so einen blauen Schlüssel wegwerfe? Ist er dann weg? So, Pech gehabt weg? Oder kann ich den dann wiederholen? Rein theoretisch kann ich mir dann ja das Spiel verbauen. Dann ist er weg. Das heißt, ich kann wirklich, wenn ich jetzt blödsinnigerweise einen Schlüssel wegwerfe, der aber essentiell ist, um überhaupt weiterzukommen, kann ich das Spiel neu laden oder wie? Das ist cool. Tun wir mal alles verstauen. Nehmen wir dann alles nochmal raus, bevor wir gehen. So, und holen das andere Zeugs. Weiß nicht mal, ob das überhaupt geht. Okay. Okay, da bin ich beruhigt. Ja, ich sehe es schon kommen, so bei meinem Glück. Ich höre hier interessanterweise schon wieder Zombies stöhnen. Obwohl ich gerade meine, alle erledigt zu haben. Nimm die wichtigen Objekte mit. Ja, prinzipiell ja. Ich wollte nur kurz nochmal aufräumen. Kann ich... mach mal Messer auf die... Geht nicht, okay. Das ist die 1, das ist A. Ausrüsten. Komisch. So. Genau, komm hoch rein. Schnellzugriff können nur Waffen. Ach so, ich dachte hier eine Blankgranate. Wie tue ich die dann ausrüsten? Das muss doch aber auch funktionieren. Ich meine, so eine Blankgranate. Oder brauche ich die für einen Spielverlauf? Das zählt aber als Nebenwaffe. Ach so. Jetzt verstehe ich. Ich kann eine Nebenwaffe ausrüsten. Jetzt hat das Messer. Blendgranaten, da wo du Messer nimmst. Ja, jetzt habe ich es gerafft. Panda braucht ein bisschen länger heute. Ich höre da permanent was. Man wird so paranoid in dem Spiel. Aber so richtig paranoid. So, hatten wir hier. Fire Safety Door, do not obstruct. Ja, da habe ich auch so richtig Bock drauf, noch in den Abschnitt zu gehen. So. Da in der Toilette hatten wir noch Zeugs drin liegen. Ja. Ich hätte echt schwören können, als ich die letzte Tür aufgemacht habe, da sitzt einer drin. Das hätte so perfekt gepasst, so als Jumpscare. Nee, du, bleib mal, ist alles cool. Haben wir hier noch was? Nö. Cool, er bleibt wirklich drin. Ey, da sieht man sie da reden. Reden hilft viel mehr. Spiel wird noch krasser. Ich finde es jetzt schon ziemlich, aufwühlend. Ist, glaube ich, der richtige
Begriff. Wir könnten mal kurz, bevor wir weitergehen, den runden Griff nehmen wir mit und den Seitenschneider nehmen wir noch mit. Die Blendgranate brauchen wir nicht. Ah, das nehmen wir noch mit. Das tun wir auch verstauen. Das tun wir komplett wiederherstellen. Das ist später, glaube ich, sehr gut. Tun wir erstmal alles verstauen. Ich glaube, die Schrotflinte. Holen wir uns mal die Schrotflinte. Und ich glaube, die nimmt ziemlich viel Platz weg. Ach nö. Ach komm, scheiß doch drauf, ohne Witz. Mann. Ach so. Ja, now I get it. Oh ja, das war klar, das war klar. Ja, darf ich mal? Sag einmal auf die Seite, bitte weg. Ich möchte nur mal kurz durch. Dankeschön. So, wie hat Helge Schneider mal... Habe Kerkeling mal so schön gesagt, ich bin da mal weg. Elektronikgerät. Das ist nochmal eine Flashbang, okay. Roter Schlüssel, haben wir nicht. Verbarrikadieren, ja, hätten wir gebraucht. Clever! Sehr gut, genau da wollte ich hin. Perfekt! Okay. So, benutzen. Ach, das ist der Zünder! Okay. So. Yeah, baby. Nice, die nehmen trotzdem nur einen Slot weg. Ich dachte schon, die nehmen total viel weg. Okay. Nachladen. Brauchst aber noch Batterien für. Ah, da ist noch eine Tasche drin. Und da ist ein Messer drin. Ne, jetzt hätte es gepasst. So, ne, da drin war nichts mehr. Ah, deswegen. Ich hätte also so viele Bretter wie möglich benutzen sollen. Dann wäre beim Helikopterabsturz nicht so viel reingekommen. Gibt's Sinn? Warum kann ich im Safe Room eigentlich... Ah, die Karte ist weg, okay. Aber Flintenmunition können wir mal mitnehmen. Dann, ja gut, können wir das schon platzieren? Ja, passt. Ah, passen nur 4 Schuss rauen. Kurz abspeichern. Weiß nicht, wer paranoid. Schneidebrett brauchst nicht mehr. Schneidebrett? Das hier? Die Holzbretter meinst du? Schneidebrett. Ja, wir gehen den Festbau machen. Schneidebrett nicht mehr? Okay. Also das wäre jetzt wirklich Bolzenschneider. Ach so. Doch, war oben war doch noch eine Tür, meine ich. Lass mal kurz drin. Ich meine aber, oben war noch eine Tür. Oder ein Safe? Irgendwas meine ich hier oben noch gesehen zu haben. Ist ein roter Haken. Ach so, jetzt verstehe ich das. Sobald man es nicht mehr benutzen kann im Spiel, sagt einem das Spiel durch den roten Haken, kannst du ablegen oder wegwerfen. Cool, okay. Oh, der Typ nervt langsam, ne? Cool, okay. Frage ich mich nur, hat das Spiel mir das vorhin gesagt und ich habe es überlesen? Passiert mir dummerweise echt öfter. Ich bin so huddelig manchmal, gerade in Horrorspielen. So, genau. Ah, das wird so passen, dass er einfach auch noch aufsteht. Können wir? Was? Nein! Scheiße!
Bitte keine Kommentare jetzt zu dieser schönen Aktion. Oh Mann. Oh, war das dämlich. Als ob da hinten jetzt einer sitzt, ne? Ich hätte schwören können, dass der Typ infiziert ist, ne? Dafür ist wieder einer im Spind drin. Was ist das? Ah, Schießpulver wieder. Nix. Wow. Dem fehlt ein bisschen was. Na, kombiniert das Zeugs doch. Ja, danke schön. Okay, voll der Wolkenbruch draußen. Was zum? Das Ding sieht aus wie, wie Venom, bloß ein hässlich. Lass mich raten, ich habe keine Möglichkeit, jetzt vorbeizugehen. Das ist ein Licker. Ach so! Ah ja, stimmt, hat er ja gesagt. Gott, da ist es. Ah, der sieht echt aus wie gehäutet. Ah, sogar das Steißbein. Ah. Warum finde ich das Steißbein so eklig? Das ganze Ding ist eklig. Warum fixiere ich mich aufs Steißbein? Okay. Ich weiß nicht, so ein heller Raum wirkt gleich freundlicher, ne? Der wirkt gleich so, der sagt, hey, hier passiert ja nichts, ist alles cool. Was? Warum? Im Gegensatz zu den normalen Zombies kann der Licker nicht in andere Räume. Ah, die Figur abschießen? Errungenschaft freigeschaltet. Waschbärbekämpfung. Oh nö, Waschbären sind doch süß. Ah, das ist jetzt so. Objective, okay. Ah, Batterie, da schau an. Wir haben kein Blatt. Ah, doch, stopp, nimm, komm. Tada. Zünder ist komplett. Mhm. So, internes Memo. Hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschloss von vom Stars Büro ins zweite F, ins Büro Westside R ins F verlegt. Ah, Kombination. Bitte Kombination sofort erhalten. Nach Erhalt ändern. Natürlich ist es nicht passiert. Das ist der in Westseite 1. West 1, also 1 runter. Ah, hier hinten hätte es noch was zum ein Holzbretter. Büro Westseite, Tresor. Da. Ah, das ist da, wo die Kollegen unten drin waren, wo mein Schreibtisch hätte sein sollen. Da, ja. Ah, ja, genau. Ach, hier sehe ich sogar, wo ich verbarrikadiert habe. Wie cool. Okay. Wir sind da oben in Stars Büro. Rüstkammer, okay. Ja, für die Bibliothek brauchen wir es. Kombinationsschloss. Zeigt er uns das eigentlich an? Das wäre total cool, wenn er uns das sogar noch anzeigen würde, wie die Kombination dann ist. Wieder eine Blendgranate. Made in Heaven. Okay, und dann so ein Pin-Up-Girl drauf.
Warum auch nicht? Okay. Okay. Dongle in USB-Anschluss stecken. Okay. Oh, nicht rennen, nicht rennen. Hä? Nee, wie er weg ist. Nee, er ist nicht weg. Okay, ich denke mal, aus dem Weg gehen muss ich ihn trotzdem. Berühren sollte ich sie, denke ich mal, auf gar keinen Fall. Ja, genau. Geh mal die Decke hoch. Decke ist gut. Decke ist gut. Decke ist cool, Mann. Boden ist scheiße. Ja, komm, ess ein bisschen was. Gib's doch zu, Spiel. Du willst, dass ich es tue. Ich kann die erschießen, ne? Ich liebe euch gerade ein bisschen mit der Schrotflinte. Was habe ich denn noch dabei? Ah, den Zünder wollte ich oben noch anbringen. Ich habe schon wieder viel zu viel Stuff dabei. Einfach mal vorbei. Aber habe das noch nicht gemacht. Okay. Ja gut, man kann ja relativ easy dann tatsächlich an ihn vorbei. Das stimmt. Das ist eigentlich no need to do. Ah, roter Schlüssel. Ach nee. Oh Mann, warum? Ah, wobei. Der hat dich doch gefressen gerade eben. Ja genau, komm einfach mal mit, Kollege. Hi, komm. Ey, ohne Witz, er will durch die Tür nicht. Ach, die greifen keine Zombies an. Jetzt habe ich die Wahl. Gehe ich wieder durch den zum Licker durch? Oh Mann, könnt ihr nicht einen Verschwindibus machen? Blendgranate wäre jetzt halt cool gewesen. Nein, lass mich doch ruhen! Das wird, ne? Mann! Wobei ich jetzt gerne mal. Ich möchte mal die Schrotflinte ausprobieren. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das will doch jeder, oder? Die steht jetzt aber nicht mehr auf, oder? Was zum. Also, die können jetzt doch nicht mehr aufstehen, oder? Okay, aber Warnung. Das ist die Frage, ist Warnung jetzt, brauche ich dann noch ein leichtes Medikament oder schon mittleres? Boah, der Typ geht mir auch auf den Keks. Ich habe natürlich kein Messer mehr. Aber das ist doch jetzt nicht der Ernst. Geh mal vorbei an der. Geh mal vorbei an der. Oh, Alter. Ich habe mir mit der Schrotflinte in den Kopf geschossen. Komm schon, Spiel. Das ist jetzt doch leicht zu hinterfragen. Ja, das möchte ich noch tun. Ganz kurz schauen, was mit Marvin hier los ist. Er lebt noch. Okay. Das ist eine sehr gute Information. Er lebt. Lebt denn der alte Holz-Marvin noch? Holz-Marvin noch? Holz-Marvin noch? Das lassen wir mal da.
Das lassen wir auf jeden Fall auch da. Den brauchen wir nicht mehr, okay. Aber den Zünder brauchen wir noch. Kann ich das wieder auseinanderklappaustern? Nee. Schade. Aber da war noch was. Kombinieren. Ah ne, geht nur mit einfachen Krautern. Okay. Ah. Eigentlich nicht so richtig, ne? Nee. Okay. Oh nee, wenn ich jetzt da unten reingehe. Da waren aber so viele, ne? Oder sind die wieder rausgeklettert? Nein, sind sie nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt außenrum wieder hoch. Ja, das dachte ich mir auch von der Bibliothek an. Weil das ist jetzt schon ein bisschen... That's too heavy. Hier, da wollten wir doch rein. Der Tresor. Jetzt wollte ich auf der Karte kurz schauen, ob das total cool ist und mir angezeigt wird. Nee, wird's nicht. Links 9, also 9, 15, 7. So, links... 9. Hä? Links rum drin, ne? So rum. 9. 15. 7. Ah, okay. Ah. Und eine neue Tasche. Yay! Juhu! Bisschen was zum Heilen wäre jetzt prinzipiell auch noch cool, aber eine neue Tasche tut's auch sehr gut. So, speichern wir mal kurz, so angeschlagen wie der ist. So. Ach! Guck mal an. Ich nehme die Hälfte nicht mit. Fünfmal in den Safe Room reingerannt, aber das Zeugs nicht mitgenommen. Bin ich ein Held. Oh Gott. So. Okay. Okay, dann gehen wir ganz hoch. Schauen wir mal, was der Zünder so anstellt. Da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. Irgendwas in die Luft jagen. So, das ist nur dieses komische Dings da. Boah, der Typ, ich habe jedes Mal Schiss, dass der sich bewegt irgendwie oder runterfällt. Ach, da drin ist die letzte. Aha. Okay. Benutzen. Auf das reicht. Oh. Ist er tot, ne? Finde ich gut. Okay. Wo haben wir sie? Nein, 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 nein. Hier. Und die nette Dame. Hart, Kopf, Pfeil, Schlange. Kopf. Oh, toll. Oh, supi. Nee, das ist... Ha! Da guck an! Der Code von der
steht von der Entzündung gefunden hast. Was? Der Code für einen von den Schließfächern steht da, wo du den Entzündung gefunden hast? Hab ich aber was verhauen dann. Hab ich's gesagt, wie der Typ nicht tot ist? Ich habe mich doch aber nicht schnell bewegt. Och Mann. Fortsetzen. Danke, Spiel. Okay, also ich habe jetzt keine andere Möglichkeit. Ich. Ich hab den Stein doch noch gar nicht. Versuchst du einen Zombie einfach gleich aus dem Weg zu gehen? Ja, gute Idee. Problem. Ja. Ich glaube, jetzt ist der Moment, es doch zu benutzen. Schieß doch! Ich habe gar keine Möglichkeit zu schießen. Oh Mann. Tja, Leon wird zerfleischt, ne? Ah, das ist eklig detailliert gemacht. Mann. Sie sind tot. Vielen Dank für die Infospiel. Okay, die halten schon verdammt viel aus. Das ist doch wohl ein Witz. So, klar, er fällt um. Jetzt kommt keiner, oder wie? Auf ein neues. So, okay. Hallo? Nimm, go, nimm. Ja, okay. Scheißdreck. Jetzt lauf, wie er trotzdem kommt. Uah, renn. Komm schon, Leon. Ah, komm. Gleich benutzen. Und jetzt nicht mehr laufen. Keine Ahnung, mir kam es jetzt aber gerade so vor, als hätte ich gar keine andere Wahl. Festung! Was soll das? Okay, fassen wir zusammen. Doch, sie gehen durch Räume. Ganz kurz durchschnaufen.
Oh Gott. War das hier richtig? Warte erstmal kurz auf die Karte. Ja, hier ist das Stars-Büro. Da wollte ich hin. Wo ist das Viech? Da oben. Hui. Ich habe nichts zum Heilen dabei, okay. Nee, ich gehe mal ganz kurz runter. Ganz unten ist der Safe Room. Mal kurz speichern gehen nach dem Schreck. Ah, stopp, da ist der Safe Room. So. Und dann können wir mal ganz kurz Medizin rausnehmen. Ah, wir haben nur dieses Hochwertige. Ah, so schlimm ist er noch nicht verletzt, ne? Nee. Aber... speichern. So. Und... nee, da müssen wir gar nicht durch. Achso, stopp. Du hast ja gemeint, da wo ich den Zünder her habe, da sollte der Code liegen. So, wo habe ich den Zünder her? Den habe ich aus diesem Stars Special Tactics Dingenskirchenbüro. Ich habe eigentlich noch gar nicht nachgeguckt. Hier ist ein falscher Raum. War das nicht hier hinten? Das war doch in diesem Stars Büro, ne? Bei Stars sind Batterien. Ja, da habe ich doch aber den Zünder. Ne, habe ich nicht den Zünder her. Wo habe ich den Zünder her? Duschraum. Wagen hier. Hm. Zünder war unten. Hat er in diesem Raum? Mit dem grünen Grau drin? Ja, das war dieser Raum. Okay. Ja, dann müssen wir wieder eins runter. Stopp, dann. Vielen Dank, dass du mich vor einem Irrtum bewahrt hast, der mich höchstwahrscheinlich zum Tod geführt hätte. Boah, wie Leon schon so rumläuft. Erinnert mich an Until Dawn, wo sie so total zerstört durch die Gegend gerollt sind. So. Hier drin haben wir den gefunden. Ist aber nix. Eine Pflanze haben wir noch, ja. Aber hier ist nur eine Herztür. Die rote, die wir noch nicht haben. An der Tafel. Nein, Mann, bin ich dumm. Ich laufe dreimal dran vorbei. Ich sehe es sogar. Ich schau sogar drauf. Drei Buchstaben. Nee, ich renn fünfmal vorbei. Oh Gott. Okay, der war jetzt... jetzt haben wir... nee, Schließfach, da war es nicht. Da kann es auch nicht gewesen sein. Das sollte dann der hier gewesen sein. Lockerroom, ja. Duschraum, natürlich. Cap. Eieieiei. Merkt schon, dass ein bisschen Zeit ins Land geht. Und ich Horrorspiele einfach nicht gewohnt bin. So. Tada. Und was kommt raus? Okay. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt etwas Spektakuläres erhofft. Ganz oben habe ich den Code vergessen, wo der... ja, kommt, okay. Ist ja nicht schlimm. Also ich meine, ganz ehrlich, ohne dich hätte ich jetzt ein paar Schuss weniger Munition. Ganz ehrlich, da wäre ich noch fünfmal vorbeigerannt. Hätte ich nicht bemerkt. Wäre ich jetzt wirklich so schlau gewesen, da x-mal vorbeizurennen. Aber jetzt möchte ich mal kurz grüne und rote Kräuter kombinieren, was da passiert. Es hieß ja, man kann kombinieren. Und man kann auch wieder verstauen. Sehr gut. Kombinieren mit dem. Gemischte Kräuter. Grün-Rot. Sorry, es sieht aus wie Cannabis, oder?
Ganz ehrlich, also das sieht doch nicht aus wie Kräutermedizin. Diese Mixtur aus verschiedenen Kräutern stellt die Gesundheit komplett wieder her. Okay, ich habe jetzt 3 Erste-Hilfe-Sprays. Eine Medizin, mit der ich komplett wieder heile werde. Und dann nochmal 2 rote Kräuter, mit der ich nochmal komplett heile werden könnte. Das ist schon ziemlich krass. Nein, nicht verstauen. So, genau, heraus. Es gibt doch blaues Kraut. Ja, das habe ich gelesen. Blaues Kraut soll, was haben wir hier? Flintmunition. Okay. Es gibt 3 Munitionsarten und 3 Kräuterarten. So. Ah ja, können wir mal raus. Ah, Gott, Gott. Ich trinke viel zu wenig heute. Muss mal ganz kurz was schauen. Ich dachte eigentlich, ich muss mir unbedingt so ein Soundboard hier hinstellen. Ich wollte vorhin, als wir dieses Dynamit gezündet haben oder was das war, wollte ich so richtig diesen Sound wollte ich abspielen. Ja, nochmal. Und dann Explosion. Es hätte einfach so toll gepasst, oder? Ah, oh, hätte das toll gepasst. Und dann die Explosion hinterher. Ich muss unbedingt so ein Soundbar mir mal organisieren. Das Ding ist sowas Essentielles. Ja! Übrigens, Nikolai, du kannst sie auch triggern, ne? Als neuer Follower mit sehr vielen Panda-Coins. Da gibt's ganz viele tolle Sounds. Ja, ganz viele jetzt nicht. Aber schon ein paar. Yay! Wir haben den Weg zur Kanalisation freigeschaltet, Marvin. Erinnert mich gerade an Walking Dead Spiel von Telltale Games. Da hat man im ersten Teil auch einen Dunkelhäutigen gespielt. Möchte ich jetzt nicht spoilern, aber er sah auch irgendwann so aus. Na ja, gut, das war schon Spoiler. Sorry. Echt? Ich hätte gedacht, die ist jetzt zu. Ich hätte jetzt vollkommen drauf vertraut, dass die zu ist. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Ich dachte, er verwandelt sich jetzt. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort. Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's. Geh! Ach, komm schon, Marvin. Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Junge. Es ist zu spät. Dann ist er gebissen worden. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Warum hat er 2 Pistolen? Warum hat er uns jetzt nicht die Pistole gegeben? Ich meine, eine Pistole hätte ihm doch jetzt gereicht. Tun, was ich kann, Marvin. Beziehungsweise doppelt halt besser. Ja, so im Fall des Falles, er ist eigentlich schon tot, ne? Er ist offensichtlich gebissen worden. Was will er machen? Akimbo-Style? Sorry, aber... Wäre doch jetzt viel cooler gewesen zu sagen, hey, komm. Also heroischer gewesen. Lass mir eine Kugel da und eine Waffe. Nimm du den Rest, rette dich. Das wäre doch heroisch gewesen jetzt. Aber egal, wir wollen nicht meckern. Naja, doch, irgendwie will ich meckern, aber ich tue jetzt einfach mal nicht meckern. Okay, erstmal schauen wir uns alles schön an. Boah, 15 Schuss, das ist viel. Dann speichern wir mal kurz. So.
Okay, warum habe ich denn dann... Ah, lass mich ran, das Ventil macht die Tür wieder auf. Ach so, er hat das Ventil da oben ja dran geschraubt und nicht wieder abgenommen. Okay, wahrscheinlich konnte ich es jetzt gar nicht abnehmen. Okay. Nee. Gerade überlegt, ob wir irgendwas mitnehmen. Du brauchst was anderes. Ja, dachte ich mir schon. Sieht aber sehr ähnlich aus, erstmal aus auf den ersten Blick. So, aber dann gehen wir erstmal Fahrstuhl. Das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Oh Mann. Ich hab so ein ganz mieses Gefühl. Okay, das ist zu. Okay. Ich sehe es nicht richtig, aber ich glaube, es ist eine fette Knarre da drin. Irgendwie ein Lauf. Was zum Zusammenbauen? Keine Ahnung. Aber offensichtlich brauchen wir einen Schlüssel für. Schade. Cleaning in progress. Okay. Ja, interessanterweise. Es ist der doch fast sauberste Raum. Da lebt offensichtlich noch jemand. Was zum... War der zweite Teil nicht mit diesem einen Endboss... Nee, das war der dritte Teil. Das war der dritte Teil, meine ich. Mit diesem komischen, mega großen, ekligen Viech, wo so blutlaufende... Ich kann es echt gar nicht beschreiben. Ah, der hatte auch so einen speziellen Namen. Das war eigentlich der Endgegner. Ich weiß nicht, jeder kennt diesen Endgegner, glaube ich. Der Videospiele kennt. Nemesis! Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Nemesis? Alter, was zum... Teil 3, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Was? Toll, ja. Muss ich ihn töten? Ja, natürlich muss ich ihn töten. Dumme Frage. Lass mich raten, die Augen. Es tut weh. Alter, was läuft mal für ein Film gerade? Okay. Umbrella, okay. Gib it! Oh, oh. Yeah, baby. Keine andere Wahl. Ich muss ihn ausschalten. Okay, aber da war das Auge gerade. Oh, komm, zeig doch dein hässliches Auge!
Gott. Lauf! Oh Mann, das ist sowas von einer dumme Idee schon wieder. Bitte Handgranate, bitte eine Handgranate, bitte. Nein, das ist keine Handgranate. Lauf doch, Kollege! Okay, ja, super. Ich hätte vielleicht die Kräuter mitnehmen sollen. Fällt mir gerade... Ah, nee, da hinten ist ein rotes Kraut noch gewesen. Genau, lad mal nach. Kombinieren. Zack, benutzen wir auch gleich. So, kannst du das Grüne auch ohne Kombinieren? Ja, aber ich war so stark angeschlagen, dass ich dachte, komplett heilen ist vielleicht nicht schlecht. Nimm doch. Gott. Aber mache ich das überhaupt richtig? Ich habe irgendwie das Gefühl, es macht gar keinen Unterschied. Ich glaube aber, sein Auge ist doch der Schwachpunkt, oder? Also, irgendwie hat es schon den Anschein. Oh Gott, jetzt ist ja alles neblig. Weg! Lauf! Ey, aber nicht schummeln! Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das hat er sowieso überlegt. Das ist bestimmt so der Endgegner. Auf den ich mal einen Vorgeschmack bekommen habe. Natürlich. Jemand beobachtet. So, jetzt schauen wir mal kurz, dass ich nichts vergessen habe hier unten. Ui, der hatte es ja dann doch ein klein bisschen in sich. Ich hatte kurz echt so Befürchtung, dass es das jetzt war. So, jetzt haben wir hier noch die Ecke. Hier hinten noch. Oh, Jemine. Gut. Dann, mein guter Leon, wir haben es geschafft. Ja, Kräuter sind immer gut. Schießpulver. Also Munition haben wir jetzt langsam echt viel. Ich finde es auch immer lustig in Spielen. Wenn der Teil der Karte blau ist, hast du da alles. Ah! Hier steht es ja auch für Dumme, ne? Okay. Dann... Hab ich alles. Untergrundtreppe. Okay. Aha. Sehr gut. Danke für die Info. Wie gesagt, ich bin bei Spielen sehr oft, gerade durch Stream, ich rede auch so viel. Dann übersieht oder überhört oder überliest man doch schnell mal was. So. Okay. Ach ja. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Resident Evil ist ja auch für eine grundsätzlich nicht schlechte Story bekannt. So. Überleg grad. So, komm, machen wir mal Flintenmunition.
Haben wir noch? Lustig finde ich auch die zwei Mauszeiger, die ich da jetzt habe. Bisschen unnötig. Aber wir haben noch hochwertiges Schießpulver. Was? Das sind nur 3 Schuss. Okay. Ist wenig. Blinkgranate, Schrotflinte. So, da, tap, 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 tap. So. Okay. Was haben wir hier noch drin? Ey, wie viele Gürteltaschen gibt es denn im Spiel? Da gibt es bestimmt ein Achievement für alle Gürteltaschen oder so. Auf jeden Fall. Und gespeichert. So. Sehr schön. Ah. Ganz kurz was trinken, bevor es weitergeht. Warum läuft er weiter? Ist so sehr gut. Passiert ist was. Ja, das dachte ich mir schon, Nikolai. Das dachte ich mir schon. Oh Mann, das erinnert mich sowas von an Last of Us 2. In der Sequenz mit der Abby. In dieser blöden Tiefgarage. Es heult wie ein Wolf. Es gibt hier jetzt keine Wölfe noch in dem Spiel. Was? Nicht gespielt? Ganz klare Empfehlung meinerseits. Hast du den ersten Teil gespielt? Natürlich brauchen wir eine Karte. Also, wirklich, wer den ersten Teil gespielt hat, dem kann ich. Das glaube ich einfach nicht. Geht mir genauso, Leon. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Mann. Chloe. Wer ist da? Aufgepasst. Nein. Warum lebt das Ding noch? Echt jetzt, du willst die Waffe auf jemanden richten, der dir gerade das Leben gerettet hat? FBI. Entschuldigung. Danke. 3-mal? Für die Hilfe. Was? Überrascht mich, dass sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Echt? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Hier ist irgendwie eine komische Zombie-Apokalypse am Laufen und sie sagt streng geheim. Es kann auch. Hey! Ich hab noch nicht ausgeredet! Einfach jetzt erschießen, das wär's gewesen. Du hast den ersten Teil gespielt. Ja gut, ich werde jetzt nichts spoilern, ne? Also ich kann nur sagen, ja, es gibt, hat man ja bestimmt gehört. Es gibt zwischendurch einen unangenehmen Teil. Sehr unangenehmen Teil. Der aber. Ach, diese Geräusche die ganze Zeit. Der aber zum Spielgeschehen doch so viel beiträgt, finde ich. Das Ende, okay. Aber das Spiel an sich hat so viel Spaß gemacht. Es war so voller Liebe ins Detail gesteckt. Man hat sich auch wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man die Charaktere gestaltet. Warum das alles so passiert. Man hat sich wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß, es ging ganz, ganz großer Aufschrei der Community durch. Ganz viele haben dann geschrien, ah, nee, wollen wir nicht. Ich glaube, es gab eine Petition mit knapp 200.000 Unterschriften sogar, die gesagt haben, nö, was da am Anfang passiert, das wollen wir so nicht haben. Wir wollen das Last of Us, wo wir erwarten. Aber es ist schwierig. Natürlich kann man jetzt als Konsument sagen, ja, ich bezahle ja dafür. Aber komm, es ist doch auch wie in einem Film. Wenn ich in einen Film gehe, der mir im Endeffekt nicht gefällt, kann ich auch nicht an die Kinokasse gehen und sagen, so,
Das Ende hat mir jetzt nicht gefallen. Will ich jetzt mein Geld zurück? Geht's halt auch nicht. Und das andere ist halt, es war trotzdem schön. Wirklich. Wirklich voller Liebe. Ich habe Last of Us auf Platin, also 100%, alle Hinweise gefunden. Es ist so toll, was in den Hinweisen steckt. Also macht so viel Spaß. So, verborgener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Okay. Und der ist wahrscheinlich... Ah, Space, hier. Er stimmt hier drin. Ja. Okay. Dann gehen wir gleich wieder zurück und schauen mal, wo der hinkommt. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon Figuren, oder? Ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich, also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Okay. Lass mich raten. Es gibt hier hinten bestimmt noch so eine Figur, das würde passen. Nee. Aber schau an, ein Zombie für Schießübung. Fick dich. Alter. Alter! Ich warte. Stellt sich meine Freundin neben mir. Ich denke sie aus dem Augenwinkel. Hä, ist da was? Ich drehe mich um und dann steht sie einfach ohne sich zu bewegen neben mir. Geht's noch? Oh Gott, ich krieg noch einen Herzinfarkt. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt was anderes angucke, weil sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Okay. Schön, sie meint nur gerade so, ja, es wird ja jetzt zu gruselig, sie schaltet um. Und das sagt sie mir, indem sie sich neben mich hinstellt, so einen halben Meter, und einfach nur so wie so eine Puppe mich so anschaut die ganze Zeit. Ey! Und ich hier in einem mega dunklen Raum auf einen Zombie schießen. Ah, Alter, ab und zu. Guck an, da ist ja noch einer. Hat der einen Wischmopp auf dem Gesicht? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass da eine Figur ist. Okay, gut. Hoppala, hab ich mich jetzt ein klein bisschen verlaufen gerade. Nee, da geht's. Oh, ich höre schon wieder die Hunde, ne? Exit P. Genau. Können wir? Nee, muss ich dann irgendwie direkt ran. Okay. Also erstmal die Kofferräume von den Autos anschauen. Oh, dieser Hund, ey. Weil ich mir sicher bin, dass die noch mehrmals vorkommen. Sollte nicht eigentlich ein Autokofferraum damit aufschließbar sein? Hallo?
Zündschlüssel eines Autos. Die Spitze ist verbogen. Oh, nee. Gewehrschaft. Ja, nein, wie geil. Finde ich aber cool von dem Spiel, zu sagen, hey, du musst den schon drücken. Ah, nee, jetzt kann ich ihn wegwerfen. Was macht diese Gewehrschaft jetzt? Ist sie jetzt stabiler? Aber warum lese ich mir das nicht erst da durch? Bin ich ein Held? Ich glaube, ich kann es schneller. Ja, ich glaube, es ziehen geht schneller, präziser. Okay, da geht's nicht runter. Kann ich immer noch durchlesen? Sorgt dafür, dass die Waffe Dreiersalven verschießt. Oh, wie geil. Okay, sehr nice, sehr nice. Finde ich toll. Dreiersalven. Sowas von auf jeden Fall notwendig. Nee, da waren wir drin, da geht's nicht rein. Da gehen wir mal in die andere Richtung. Oh Mann. Na ja, super. Bleiben die in den Käfigen drin? Das sind viel zu viele, das sind viel zu viele, die müssen da drin bleiben. Sind die Katzen rollig? Nee. Scheiße! Die haben einfach nur gerade Bock zu spielen. Also, wie gesagt, sonst sind sie eigentlich nicht so aufgedreht. Sonst sind sie wirklich nicht so aufgedreht. Aber heute scheint es ihnen irgendwie. Keine Ahnung. Leichenkammer. Autopsiebericht. Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaut er sogar im Gefängnis weiter. Wirklich? Wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Das heißt, wahrscheinlich ist hier Justin drin. Ja, Hä? Was? Was tue ich hier gerade? Okay, in irgendeinem ist Justin drin. Ich kann das nicht lesen, ist halt das Problem. Und der hat was Wichtiges bei sich wohl. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt den Falschen rausziehe. Dann ziehe ich einen Zombie raus. Die sind ja alle leer. Nö! Einfach mal nö. Lassen wir da drin. Lassen wir sowas von da drin. Okay, dann gehe ich jetzt mal schwer von aus, dass der Einzige, der sich nicht bewegt hat, dann wo der Justin sein wird. Ja, der sieht ziemlich tot aus. Nice. Das darf doch nicht wahr sein! Und wo kommt er jetzt her?
Steht der wieder auf? Alter, da war doch nichts mehr von seinem Gesicht übrig. Ich finde das halt so lustig. Achso, jetzt wird nicht mehr gezappelt. Komisch. Ah, es sind intelligente Zombies. Die stellen sich nur tot. Aber guck mal, die stellen sich alle nur tot. Ich wette ein Fuffi. Wenn ich den Typ jetzt rausziehe, wird er aggro. Okay, ist ein Argument. Oh Gott, ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, dass die Hunde jetzt... Oh Gott, einfach raus. Gar keinen Bock da drauf mit den Hunden. Ich habe da so keinen Bock drauf. Hä? Hallo? Nee, da komme ich immer noch nicht rein. Hä? Also man muss das manchmal nicht verstehen, oder? Ich habe ab und zu so das Gefühl, nicht zu verstehen, warum. Weshalb, wieso. Ah, da haben wir schon wieder was. Sehr schön. Ich meine, ganz ehrlich, ich gehe da hin, schaue nach denen, die sind tot. Oder verschwinden. Hä? Also irgendwie veräppelt mich das Spiel ein bisschen, habe ich so das Gefühl. So. Aber jetzt stehe ich gerade ein kleines bisschen auf dem Schlauch. Ich habe ja keine Karte, da. Also den können wir... wegwerfen, okay. Achso, ich bin hier ja gar nicht hinterhergegangen. Ja, moin Eraser, Karte anschauen, immer eine gute Idee. Und dann würde man auch sehen, dass ich da noch gar nicht hin bin. Genau, die FBI-Tante. Vermeintliche FBI-Tante, sag ich jetzt mal. Kombinieren, sehr schön. Na, da ist doch Karte der Polizeistation B1. Tada. B1. Okay, obwohl das hier hinten hinzugefügt. Gut. Ich finde es immer so toll, man läuft über die drüber. Eigentlich sind sie tot, ne? Bewegen sich nicht. Wie konnten die sich hier drin verwandeln? Heiliger Strohsack. Eigentlich dürfte da keiner rauskommen von denen. Oh, scheiße. Warum, Spiel? Warum? Natürlich ist jetzt so. Natürlich komme ich in keine einzige Zelle rein, ne? Versteht sich. Hallo?
Ohne hey. Scheiß, da lebt einer. Cool. Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Hallo, Mensch. Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gibt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Also ich bin mir recht sicher, dass der Chief tot ist. Und helfen uns? Oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Sag kein Arschloch? Mal hier raus! Oh mein Gott. Ist das der Chief? Wer ist da? Na, wer wohl? Stecken Sie bitte das Ding weg. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Warum trägt ihr eine Sonnenbrille? Sie sollen nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Oh, ist das eklig. Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Die ist irgendwie unangenehm. Ich bin Ada. Und... Ich schätze, das ist ein Deal. Was in aller Welt? Ja. Das war sowas von klar. Was? Okay, WTF? Irgendwas muss ich da tun. Okay, cool. Kurbel! Kurbel brauchen wir doch für das, in diesem Geheimraum. Der Schaltschrank ist defekt. Könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern. Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag. Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben, also nehmt es ihm. Ich meine, bittet ihn höflich darum. Schön. Schaltschrankteil finden, okay. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn ich da, wenn ich da jetzt die Tür auf, den auch benutzen wir im Flur beim Raum der Statue. Ja, den meinte ich ja. Aber wo ich mir jetzt absolut auf jeden Fall sicher bin, sobald ich diesen blöden Schalter umlege, gehen alle Zellentüren auf. Und alle Zellentüren heißen irgendwie auch alle Zombies. Funzt nicht, kein Strom. Okay, aber sobald ich die Schaltschrankteile hier hinten dran habe, muss ich ja die Zellen aufmachen und dann wird es halt soweit sein.
Ja, und dann gehen auf jeden Fall gehen dann alle Türen auf. Ja, das meine ich mit den Models, wenn die so zusammensacken. Und ich hasse es, wenn sich die Models dann noch bewegen, wenn sie eigentlich tot sind. Vor allem in Horrorspielen. Okay, das sei... Sein Mund sieht komisch aus, oder? Hallo? Ich glaube, der Mund ist nicht das eine, was mir komisch aussieht. Ja, Argument. Nö, die bewegen sich irgendwie nicht mehr. Ich weiß, es ist übelste Munitionsverschwendung, was ich hier gerade mache. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin mir sehr sicher. Ich red's mir jetzt einfach ein. Dass es auf jeden Fall notwendig war. Okay. Schaltschrankteile, Uhrenturm. Warte mal. Karte. So. Da geht's raus. Da waren wir. Zellen. Da waren die Teile nicht. Transformatorraum hier hinten. Okay. Wir müssen... Also hier wieder durch. Ah, wieder durch den Zwinger. Nee, hier war ja aber dicht. Genau, hier ist eine Barrikade. Da müssen wir irgendwie anders in den Transformatorraum. Ich red mir jetzt einfach ein. Ah, mit der Kuppel aufmachen. Okay, cool. Ich red mir jetzt einfach ein, dass es absolut notwendig war, was ich da getan habe. Hier sollte ich jetzt eigentlich... Ich will nicht durch den Zwinger. Ich weiß ganz genau, wenn ich zu oft durch den Zwinger gehe, irgendwann gehen diese Scheißtüren auf. Oder will das Spiel nur, dass ich denke, dass es aufgeht? Und meine Munition verballere? Da habe ich ja mal was total übersehen. Tja, das ist immer die Frage der Fragen. Ist es wirklich so oder veräppelt mich das Spiel, ne? Also schön ist auf jeden Fall, hier unten könnt ihr auf jeden Fall durch. Ah, cool, hier, Kurbel, benutzen. Weiß nicht, solche Schutztüren haben ja auch eine gewisse Funktion. Zum Beispiel zu schützen. Ich höre schon wieder einen Zombie. Tun wir erstmal kombinieren kurz. Kombinieren wir damit. Grün. Diese Mixtur aus zwei verschiedenen Kräutern wirkt gegen alle Gifte und stellt eine geringe Menge Gesundheit wieder her. Aha. Das dürfte verpacktes Elektronikteil. Oh nein, ich höre einen Knochen. Das ist Schießpulver.
war damit. Wie hier safe so ein Hund ist. Ich hab sowas von gewusst. Ist es der Scheiß Ernst? Ist nur einer, bitte, das ist nur einer, oder? Okay, ich hab vorhin drei gezählt. Die Musik, ne? Ich hab gewusst, diese scheiß Schächte. Oh Gott. Was? Du kannst das Elektronikteil rausholen und dann das erst schon mal dann bei den Zellen reinballern. Ja, das war eigentlich auch gerade so meine Idee, da wieder hin zurückzugehen. Da steht er schon, der Hund. Jetzt her, Mann. Uiuiui. Vier? Kann ich echt nicht mal bis vier zählen? Ich hätte schwören können, das waren nur drei. Stopp mal, da gehen wir noch nicht hin, ne? Das wäre... Nee, da waren wir ja schon drin. Genau, die Leichen halt, da waren wir schon drin. Oh Gott! Viecher. Also Zombies sind jetzt eine Sache. Oh, aber vor Hunden, keine Ahnung. Dann solche bösartigen Rottweiler vor allem. Mann. Och nö! Ich schaff das. Scheiße. Oh Gott! Wechsel doch! Wechsel! Oh. Da hinten ist er. Ich kann natürlich nicht durchs Glas schießen. Mensch, dass man die Schulter an sich nicht wechseln kann, ist schade. Errungenschaft freigeschaltet, wie Tontauben schießen. Das ist aber böse. Und ja, lieber Nikolai. Inzwischen weiß ich, was du meinst mit Munition. Weil die sieht inzwischen gar nicht mehr gut aus. Ich habe auch noch keine Kiste gefunden, wo ich wieder
mir mein Zeugs anschauen kann. Er steht sowieso auch wieder auf. Sollen wir schauen? Er chillt immer noch so ab, ne? Das geht noch sowas von mies aus. Was haben wir eigentlich? Verpacktes Elektronikteil. Untersuchen. Ich finde, das ist schon cool gemacht. Im Flur nehmt den Zwinger. Zwinger? Zwinger. Hallo? Ist mir das jetzt runtergefallen oder? Hat er es automatisch dran gemacht? Ich hab's nicht mehr drin. Brauchst noch ein zweites? Ach so. Das heißt, da wird es nix. Nö. Passiert nix, okay. Okay, okay, okay. Im Flur neben dem Zwinger. Schießstand sagt, da gibt's auch noch was. Das Schlimme ist, in diesem Backtracking, also ich mag Backtracking prinzipiell nicht, weil man da immer wieder zurückversetzt wird. Aber gut, das ist eine Sache. Aber ich gar nicht mag, man rennt dann zurück und denkt, ja, das Areal ist ja clean. Hey, Pustekuchen. Auf einmal rennt wieder irgendwas über den Weg. Das finde ich dann mies. So. Kletter doch da drüber, Mensch. Ach, hier ist sie. Da muss ich mal ganz kurz. Junge, bist du hässlich. Sorry. Ja, schön, ne? Schrotmunition, sehr gut. Immerhin etwas. Den schönen Sound, den er gerade gehört hat, aus dem Until Dawn Stream übrigens noch. Aha, jetzt ist blau. Aus dem Until Dawn Stream. War ganz lustig. Ja, nee, die Leichenhalle ist mir eigentlich. Ist es mir piep egal? Nee, ich bin so ein bescheuerter 100% Spieler. So. Meinst du hier diesen Gang hier entlang? Weil hier ist ja alles blau. Ja, okay. Aber schön, es geht wieder hoch. So ein Safe Room wäre jetzt echt mal cool, kurz. Ah, kann ich hier noch irgendwo mein Brett loswerden? Ja, machen wir mal. Schaden kann's nicht. Wo sind wir jetzt? Im Pausenraum? Ah, wir sind hier drüben. Da vorne ist die. Da gibt's noch Holzbretter. Oh, was haben wir hier schön aus? Kombinieren. Ja, Munition ein bisschen auffrischen. Pausenraum ist ein Safe-Raum, okay. Sieht auch schon sicher aus. Oh, Gott sei Dank. Oh, da fällt mir schon ein kleiner Stein vom Herz. Elektroteile. Warum ist hier eine Sicherung? Ja, werden wir noch brauchen. Ah, 50, ja. 50, hier kriegen wir eine Diegel. Oh, wäre das cool. Kein Platz dafür. Erkennt man auch immer an der Mauer. Stimmt. Stimmt. So, dann tun wir mal
Das normale Kurbel. Hm, kommen wir jetzt überhaupt zurück? Mir gerade so die Frage. Oh ja, komm. Dann machen wir so. Nein. Oh, ich bin auch ein bisschen zu schnell. Jetzt. Sehr schön. Das brauchen wir nicht mehr. Hochwertig, gell? Wo zurück? Ja, sorry. Manchmal denke ich im Kopf weiter, spreche aber nicht alles aus. Kommen wir denn von der Haupthalle jetzt wieder in diesen Geheimgang rein, ist die Frage. That's the question. Kommen wir eigentlich auch gerade nicht. Den... haben wir den schon gebraucht? Nee. Blau. Wirkt als Gegengift. Brauchen wir gerade auch nicht. Das behalten wir mal. Komplett wieder her, behalten wir auch mal. Eigentlich schon, aber hätte, glaub, erst von der anderen Seite mit der Kurbel aufmachen sollen. Das ist nämlich, genau das ist die Frage. Weil, wenn ich jetzt mit der Kurbel da hingehe, ob dann halt, ja, ne? Oder dumm gelaufen, heißt im Endeffekt. Gott, meine Sprache. Langsam Zeit. Verstauen. Okay, gut. Kommen wir uns hier rüber. Speichern wir. Schauen wir uns mal an, kurz. Oh nein. Oh nein. Das ist die andere Seite. Okay, verstanden. Noch Munition. Hier steht doch sowieso wieder auf, oder? Und er kommt dann auch bald rein. Dann fahr einfach mal durch. Nein! Ich Vollidiot hab das Elektroteil. Jetzt weiß ich, wofür ich die Sicherung brauche. Okay. In den Safe-Raum kommen die aber nicht rein. Ja, warten die dann draußen? Das wäre auch lustig. Ja, Elektroteil, zack. Dankeschön. Ah, oh, wie die immer wieder aufstehen. Sag mal. Ich sitze mal dicht. Heißt ja nicht umsonst safer. Ja, gut. Ist ein Argument, aber. Kein absoluter Garant. Ey, wirklich, jetzt ist. Sind jetzt alle tot? Guck mal, er zuckt auch noch so komisch. Wenn man es sehen würde wenigstens. Das wäre mal eine Sache. Aber man sieht es ja noch nicht mal. Oh.
Ich dachte, dieses eklige Geräusch wäre es dann mal, aber... Das Problem ist, wenn man mit dem Messer wohl, ja, so in die Luft schlägt, dann nutzt es sich trotzdem ab. Kurz auf die Karte schauen. An der Feuerleiter, das heißt, genau. Ah, hier draußen. Hier ist ein Brett. Ja. Ach komm schon. Langsam ist es doch echt lächerlich. Ach komm. Aber der will hier rein. Also lang... Sorry, aber... Geht die Feuerleiter hoch? Ich habe jetzt dann echt langsam... Langsam wirklich echt keine Munition mehr. Ist direkt zum Flur. Ah, okay. Gerade kurz schauen. Ja, okay. Ah, hier ist auch noch was drin. Okay, da kann ich nicht raus. Das wäre jetzt echt noch der Knaller gewesen. Oh krass, hier brennt's. Nice. Mhm. Und hier oben ist rot. Okay, da habe ich also auch noch was liegen lassen. Ah, stimmt ja. Für den Tresor haben wir aber auch noch nichts gefunden, ne? Die Kombi wäre auch noch geil. Hey, Marvin, alter Freund. Er sitzt so da rum, ne? Weiß nicht, ich kann nicht ihm trauen. Verwandelt er sich? Marvin! Oh nein. Ich beende das, Lieutenant. Versprochen. Sorry, aber ich hab's schon beendet. Aber interessant, ja, von der Seite komme ich nicht rein. Okay, scheinbar habe ich hier drin noch etwas übersehen. Weil hier ja rot ist. Irgendeine was auf den Tisch legen? Nö, auch nicht. Hm, das habe ich doch alles genommen. Komisch. Was soll ich hier übersehen haben? Oh, ein Spind. Einen Spind habe ich übersehen. Ja. Okay, Schließfächerraum geht noch nicht. Herzschlüssel. Nee, ich habe so einen komischen anderen. Okay, Dunkelkammer müssen wir jetzt hin. Was zum? Alter, renn! Okay, so, dann Film benutzen. Aha, Spind in 3F. Okay, siehst du? Das war der Spind, den wir noch gebraucht haben. Aber folgendes, schauen wir mal ganz kurz nochmal hier rein. Ja gut, das müssen wir jetzt benutzen, ne? Ich bin auf Warnung gesund, okay. So, weil ich würde sagen, jetzt für heute beenden wir das mal. Aber wir spielen die Tage weiter. Ich bin sehr heiß auf die Story. Es gibt noch so viel zu erkunden, zu sehen, zu tun. Juhu.
Ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Hat mich total überrascht, dass es mir echt gefällt. Auch wenn ich mich erschrecke. Aber ja, auf jeden Fall. Jetzt machen wir hier rüber. Auf jeden Fall hat mir echt gefallen. Nikolai, vielen herzlichen Dank für deinen Follow natürlich und auch deine Unterstützung. Fand ich sehr, sehr toll. Vielen Dank dafür. Und ja, ich würde. Okay, ist lädt neu, cool. Heute ist echt so total der Wurm drin. Jetzt hat er den Chat rausgeschmissen. Total der Wurm drin. Ja, also vielen Dank, dass du da warst, dass du folgst. Wäre schön, wenn du natürlich wiederkommen magst. Und ja, für heute würde ich sagen, ist es mal wieder genug. Ist schon, ach Gott, für heute ist es schon 12 Uhr vorbei. Ja, also ich sag mal, tschüss mit ü. Wünsche ich noch einen schönen, naja, Sonntag dann. Und haut rein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.